Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen von Bord der niegelnagelneuen AIDA Cosma. Der erstmal letzte Neubau, der vorerst letzte Neubau von AIDA Cruises, bauähnliche Schwester zur AIDA Nova. Und ja, ich bin hier heute in Lissabon und das ist gewissermaßen ein historischer Ort. Ja. Hier bin ich nämlich auch damals auf eine Vorabfahrt gegangen mit AIDA Nova, ja, damals auf dem Weg von eben hier Lissabon dann nach Teneriffa. Ja, und jetzt bin ich wieder da, so um diesen Rundgang zu drehen und mit uns hier heute noch ein etwas kleineres Schiff, aber da kommen wir dann gleich auch schon mal zu den Zahlen, nämlich ein Luxusschiff. Ihr erkennt es vielleicht schon hier, die Europa 2 von Hapag-Lloyd Cruises, Bruttoraumzahl, das ist ja immer die Zahl, in der die Größe von Schiffen angegeben wird, ungefähr 42.000. Ja, und wo liegen wir hier auf AIDA Cosma? Da sind wir ein bisschen größer, da haben wir so mehr als das Vierfache, Viereinhalbfache. Ja, da sind wir nämlich bei um die 180.000. So, ich habe extra hier diesen Tag hier heute gewählt, weil ich dachte, wenn wir hier in Lissabon sind, dann sind die meisten einfach mal draußen und dann ist das eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so ein bisschen so, man bekommt natürlich, wenn man jetzt so über so ein leeres Schiff läuft, nicht so ganz den Eindruck, ne, wie voll ist es denn eigentlich, wenn wir im normalen Betrieb sind. Ja? Denn es gibt insgesamt bei Doppelbelegung der Kabinen haben wir Platz für ungefähr 5.400 Passagiere. Denn im Vergleich zur Schwester AIDA Nova hat dieses Schiff hier nochmal ungefähr 100 Kabinen mehr. Und bei Dreier- oder Viererbelegung der Kabinen würde man aber sogar über 6.000 mitnehmen. Zumindest in normalen Zeiten. Aber dieser Rundgang entsteht ja noch immer zu Corona-Zeiten, zumindest zu Zeiten, wo man Corona noch so einstuft, dass man eben in den Innenräumen gleich auch noch Maske tragen muss. Also ich hoffe, das ist der letzte Rundgang dieser Art, wo noch eine Maske innen getragen werden muss. Aber schauen wir mal. So, wir wollen mal so ein bisschen gucken. Ja, hier vorne haben wir dann einmal einen Pool. Ja, der ist, hat eine relativ normale Größe, würde ich mal sagen. Hier ist einmal ein Whirlpool, der aber gerade voll belegt ist. Und hier geht es irgendwo hin, wo ich mich heute dann auch mal nicht hintraue, weil ich denke, heute könnte da jemand liegen. Das ist der FKK-Bereich. So. Nee, ihr dürft nicht. Da müssen eure Eltern unterschreiben. Theoretisch. Ich würde ja, jetzt wollen die Kinder aufs Video. So, also da geht es einmal auch hoch zum FKK-Bereich. So, jetzt haben wir nämlich, jetzt rufen die Kinder, sie wollen... Nee, ich darf nicht. Das geht schon gut los hier. So. Ich darf nicht. Bitte! Nee. Einfall! Ja, siehst du, guck mal. Nee, können wir machen beim nächsten Mal. Also, hier ist der Bereich, wo wir hier beim Pool sind. Genau, hier ist immer Musik und so, ja. Jetzt hat er es doch geschafft. Also Notiz an mich selber. Ne? Ich habe ja durchaus schon den einen oder anderen Rundgang auch im normalen Betrieb gedreht. Das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es geht gar nicht. Aber es ist definitiv so. Es ist definitiv so, dass es, glaube ich, so außerhalb von Ferien. Ja, so jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Außerhalb von Ferien, glaube ich, besser geht. Er war noch nicht drauf. Aufs Video, bitte. Nee, du warst auch schon drauf. Nein, war ich nicht. Nee. Also, so, wehe, eure Eltern beschweren sich dann darüber. So, jetzt bist du auch drauf gewesen. AIDA Cosma Rundgang. So, also, genau, es passieren also Dinge, die mir also auch noch nie passiert sind. Ja, Schluss. Und Ihr Account, wie heißt der? Was? Matthias Mohr. Okay. Ja. Matthias Mohr? Ja, ja, okay. Viel Spaß. Nein, so, ja, Schluss. Noch ja, ihr. Es ist jetzt nur leider, nee, so, ich gehe jetzt mal weiter, ich flüchte jetzt hier mal. So, jetzt ist aber gut, Schluss. Ja, wir kommen jetzt hier zur Poolbar. Hier hat man da so einen Außenbereich, wo man dann sitzen kann. Also das nennt man ein Videocrashen, würde ich sagen. Das machen natürlich dann Kinder, denken da gar nicht so groß drüber nach in dem Moment. So, ja, also hier ist dann einmal die Poolbar. Die ist so an der Seite. Das bedeutet natürlich, ich habe so ein bisschen den Nachteil, dass ich so... Nee, jetzt ist gut. So, ich habe so ein bisschen den Nachteil... Auf YouTube. Ich habe so ein bisschen den Nachteil, die Bar ist natürlich nur auf einer Seite hier. Ja, aber, guck mal, hier ist schon hier... Guck mal, hier sind Leute, die ich filmen darf.
Also eigentlich würde ich euch sagen, so, das ist Andreas hier unter anderem, genau, hallo. Ah, guck mal, das erste Wasser. Eigentlich würde ich sagen, ihr müsst hier auf die Kinder aufpassen, aber sind ja nicht eure, aber der Rundgang wurde erstmals gesprengt quasi, das habe ich auch noch nie erlebt, dass also Kinder ins Bild sprachen, die das gar nicht kannten. Aber sind die live? Nee. Ihr müsst das hier absperren, das ist das hier keine. So, genau, also jetzt haben wir hier schon den Service hier, also es geht schon gut los hier, das ist ja was, so was für ein Chaos. So, jetzt müssen wir das ein bisschen, vielen Dank für das Wasser. Ich bin eigentlich auch ein bisschen gut vorbereitet eigentlich heute hier mit dem, hab nämlich vorher was getrunken, also die obligatorische Wasserpause in diesem Rundgang könnte entfallen dieses Mal, dann wird es wahrscheinlich eine Toilettenpause oder so. Also ich bin auf Deck 18, so, jetzt endlich mal wieder, ah, das war ja was, meine Güte, meine Nerven. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Hier geht es hoch auf 19. Auf 19 befindet sich im Wesentlichen einmal ein Crew-Sonnendeck. Also das ist vielleicht mal ein Thema, wenn ihr jetzt hier sagt, ach Mensch, ich könnte mir vorstellen, auf AIDA Cosma zu arbeiten, dann befindet sich da, müssen wir gleich ein bisschen höher gehen, dann befindet sich da das Crew-Sonnendeck. Ja? Und da könnte man dann von da sogar, könnte man gleich sehen, dass das da sogar ein Whirlpool gibt. Wobei, jetzt sind da Crewmitglieder, die filmt man da jetzt nicht so close besser. Aber ja, das ist eigentlich auf jeden Fall ganz schön gelungen. So, hier oben sind auch wieder Liegen. Ja, also wie gesagt, es ist so ein bisschen schwer zu sagen, reichen die Liegen aus oder nicht. So, da müsste man das Ganze mal erleben mit über 6000 Gästen. Wir haben jetzt aktuell 3100 ganz genau an Bord. Gerade Zahl, hat sich zufällig ergeben. So, ja, hier ganz interessant, diese Holzgeschichte hier ist mal was anderes. Ich meine, wer will immer jetzt auf so einer Liege liegen? Ja, also sowas ist ja auch mal was, legt man sich ein Handtuch drunter, kann man sich da hinlegen. So, wir sehen hier schon mal die ganze Schornstein, ja, oder die Schornsteine sind da hinten natürlich. So, das hier ist, wenn ich das mal richtig verstanden habe, für Überdruck oder was, aber da fragt man besser die Leute, die sich mit den technischen Dingen auskennen, denn AIDA Nova ist ja auch ein Schiff, aber das kann ich dann wieder sagen, das mit verflüssigtem Erdgas fährt, mit LNG, und das gilt ja nun als deutlich umweltfreundlicher als nun das Fahren mit MGO, also mit Marinegasöl, ja, also mit Diesel, ganz platt gesagt. So, ja. Also von diesem Deck 19, das sind hier nur so, ja, einige Bereiche, das ist jetzt nicht ganz durchgehend, wie ihr sehen könnt. Ja, und da gucken wir hier schon mal auf den Beach Club. Hier hat sich die Position so ein bisschen verändert. Der ist jetzt ein bisschen weiter nach oben gebaut worden, weil man eben, wie ich ja vorhin schon sagte, um die 100 Kabinen mehr eingebaut hat. Und ja, so. Also, gut, hier nochmal der Blick draußen. Also wie gesagt, Poolbar, die ist da an der Seite. So. Wollen wir mal gucken, wo es hier gleich weitergeht. Ja, ich bin immer noch so ein bisschen mit den Kindern. Also wehe, die Eltern beschweren sich, dass da ihre Kinder drauf waren. Also, naja, gucken wir mal, so, was passieren wird. Also, ach so, das Besondere ist ja hier, das kann man hier schon mal ganz gut sehen, dieser Beach Club ist überspannt, das macht man schon seit AIDA Prima so, mit einer Folie, die auch UV-Strahlen durchlässt. Weil ja viele sagen, naja gut, ich will ja braun werden und so. Und wir sehen nachher, ja, dieser Beach Club, das ist schon eigentlich eine tolle Geschichte. Also ich bin ein großer Fan von diesen Konstruktionen mit dieser Folie, weil dort ganz andere Bauten möglich sind, was eigentlich dann auch eine, ja, etwas mehr Großzügigkeit, würde ich sagen, ermöglicht. Ja, weil ansonsten hat man immer, wenn man früher so überdachte Pooldecks hatte, das hatte dann immer eher so ein bisschen Hallenbad-Charakter und also ein schlechtes Hallenbad. Das hat jetzt mehr so, ja, nennen wir es mal Spaßbad-Charakter vielleicht so, ne? Also, weil ich lange nicht in sowas drin war, in einem Spaßbad. Früher immer so als Kind Badeland in Wolfsburg so, ne? Aber ja, so, jetzt gehen wir mal wieder runter. Ich bin froh, dass ich auch noch den Weg hier richtig habe, weil ich bin den gestern einmal ganz professionell am Seetag einmal abgegangen. Ich kriege das Wasser hier noch gar nicht runter. Wahrscheinlich muss ich erst so nach einer Stunde Rundgang oder so trinken. Wobei, wer weiß, wie lange er überhaupt wird heute. Was hatte ich jetzt gerade gesagt? Ich weiß auch nicht mehr. So, hier sind solche Logen, die man
Ich habe bislang keine Informationen dazu gefunden, was hier die Konditionen sind mit diesen Logen, ob man die irgendwo buchen kann oder was. Also wenn Sie dafür Geld nehmen, dann haben Sie es bislang, dann habe ich entweder noch nicht drauf geachtet, also da würde ich hier vielleicht ein Schild hinhängen, aber das ist halt auch so komisch abgesperrt. Hier eine ist auch gerade benutzt und da ist so eine, kann man hier sehen, so da geht so eine, na, wollte ich da gerade hinspringen, da ist so eine Eingangstür, da, hallo, Finger, ach so, da, naja, so und genau, aber da habe ich bislang noch keine Informationen gefunden, was damit ist. Ich denke nicht, dass es für Suitengäste oder so ist, es ist doch frei zugänglich, aber dann hätte man ja nicht diese Absperrung hier, komisch, na gut. Also ihr seht, es ließ sich nicht alles vorher klären, aber ansonsten ist es dieses Mal wirklich doch auch für meine Verhältnisse relativ luxuriös, dass ich schon mal eine Woche jetzt dieses Schiff mir hier angucken konnte. Weil das ist natürlich jetzt der ganz große Vorteil. Ich meine, die Alternative ist ja dann auch immer diesen Rundgang irgendwie zu drehen, wo man irgendwie noch gar nicht viel weiß und noch gar nicht viel gesehen hat und so. Und jetzt muss ich doch hier mal das Wasser. Und sonst muss ich mich doch gleich auf Toilette. Also ich stelle es hier mal sicher ab. Also dieses Mal konnte ich schon viel sehen und kann euch dann dementsprechend auch schon viel erzählen. So, ihr seht hier Fläche, Fläche, Fläche. Also so ist es nicht. Ja. Und die Liegenreservierer sind heute auch nicht da, die sind auch an Land heute. Die habe ich jetzt aber auf dieser Reise jetzt ehrlich gesagt noch nicht so gehabt. Es ist der erste Tag heute auf diesem Weg von Hamburg nach Barcelona, wo wir mal so Temperaturen über 20 Grad bekommen sollen, gerade so. Und dementsprechend ist das bislang gar nicht so gewesen, dass man jetzt hier groß liegen reserviert hätte. Aber es ist heute wahnsinnig angenehm. So, jetzt sind wir hier beim Schornstein. Und hier sehen wir schon die AIDA-Buchstaben, die ja dann abends natürlich auch am Leuchten sind. Wobei so natürlich ist das gar nicht. Das ist auch erst was man auch auf den neueren Schiffen hat. Früher waren die so angestrahlt, aber heute leuchten die in sich. Ja, also viel schicker. So, hier kann man den Kreuzfahrtklassiker schlechthin spielen, nämlich Shuffleboard. Eigentlich sollte das hier auch gerade stattfinden, aber im Tagesprogramm, wobei vielleicht gibt es noch ein anderes Feld, was ich nicht kenne, aber im Tagesprogramm stand 11 Uhr Shuffleboard, dachte ich so, oh Gott, wenn ich da hier meinen Rundgang mache. Es soll auch jetzt hier gerade Volleyball eigentlich sein, aber das sieht mir auch nicht so aus. So, wir sehen eine von insgesamt drei Rutschen, doch, Volleyball findet statt, eine von insgesamt drei Rutschen. Ja, habe ich jetzt dieses Mal auch noch nicht probiert, aber das ist natürlich so ein Trend, dass man mittlerweile, so ein Trend, dass man eben mittlerweile wesentlich mehr hat für Familien oder so, ja. Und das war irgendwie früher nicht so, da war das irgendwie sehr rudimentär, was man da hatte und das hat sich also durchaus geändert, dass man also die anderen Rutschen zeige ich euch jetzt gleich noch. Wir gucken mal hier so ein bisschen kurz auf der Ferne hier, während die da am Spielen sind, auf das Sportfeld für Volleyball unter anderem. So, also hier Rutsche 2 und 3. Das Ganze ist dann hier. Und ja, schauen wir mal, wo wir gleich ankommen. Wir sind auch dann gleich schon am Heck, ja? Denn dieses Schiff hat eine Länge von ungefähr 336, ich kann es mir nicht merken, sind es 336 oder 337 Meter. Ich habe es natürlich jetzt auch nicht nachgemessen. Zollstock zu Hause vergessen. So, also hier wäre dann so eine Hängebrücke. Ein neues Feature hier. Man kann hier auch so ein bisschen hüpfen, aber dann, ja. So, und dann hat man schon mal einen Blick hier auf einen Teil der Boulderwand. Bouldern ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, eher so in die Seite sozusagen, da zu klettern und nicht so nach oben, weil ihr seht ja so, großartig hoch geht es jetzt nicht. Ja, da unten ist dann noch, kann man das sehen, der zweite Teil. So, ja, hier nochmal Blick auf die Rutschenkonstruktion. Also, wer gerne rutscht und welches Kind tut das nicht? Ja, ich hab's als Kind geliebt, Wasserrutschen, wobei das war irgendwie damals so in den 80er Jahren. Da war das noch gar nicht so, dass man da jetzt unbedingt groß Rutschen schon hatte. Das entstand dann teilweise erst. Ja.
So, aber wir sind jetzt hier an einem Ort, der sich doch massiv geändert hat. Und zwar ist das das sogenannte Ocean Deck. Wir erinnern uns, wir hatten bei der AIDA Nova das sogenannte Four Elements. Four Elements, das war dann ein abgeschlossener Bereich. Und da hatte ich dann unter anderem einen Klettergarten und eine große Leinwand, wo Filme gezeigt wurden. So, das ging so ein bisschen dann zu Lasten des Platzes, den man draußen hatte. Also viele haben gesagt, naja, komm, da fehlt ein bisschen was und es wäre ja irgendwie schön, wenn man draußen irgendwie mehr Platz hätte. Und ja, dieses Ganze hat man dann wirklich hier umgesetzt. Wir sehen hier schon mal ganz gut den Infinity Pool. Ja, und eine kleine Bühne. Ich denke mal, wenn es jetzt so richtig warm wird, dass man dann hier draußen auch Poolpartys oder so macht. Das ist zumindest eigentlich ursprünglich auch mal der Plan gewesen, dass man da wieder eine Möglichkeit hat, das Ganze zu machen. Und Poolpartys sind ja bei AIDA eigentlich stets beliebt. Die kann man sonst im Beachclub machen, den wir ja gleich sehen. Aber natürlich ist draußen irgendwie nochmal was anderes. Gerade wenn man irgendwie in warmen Fahrtgebieten ist, zum Beispiel im ersten Wintersaison fährt ja dieses Schiff im Orient. So, da schon mal ein Blick auf die sogenannte Ocean Bar. Das ist ja auch etwas, was man so eben auch schon auf den klassischen Schiffen der sogenannten Sphinx-Klasse von AIDA hatte. Also das sind diese 7 Schiffe ab AIDA Diva. Wobei hatten, ich glaube, Aura Vita, die hatten auch die Ocean Bar hinten. Ja, also das hatte man irgendwie lange, dann hatte man es dann auf ein paar Schiffen nicht. Ja, und jetzt ist es wieder da, die Ocean, die Ocean Bar. Kollege Frank Behling von den Kieler Nachrichten sagte, es erinnert ihn, dieser ganze Heckbereich, den wir dann gleich noch mal ein bisschen im Detail sehen, erinnert ihn so ein bisschen an die Arkona. Ja, das war ja damals zu DDR-Zeiten ein Schiff der deutschen Seereederei und daraus ist ja, wenn man so will, AIDA so ein bisschen hervorgegangen. Und jetzt kenne ich die Arkona nicht, aber wer die Arkona kennt, der könnte jetzt entweder zustimmen oder sagen so, ja nee, völliger Blödsinn. Also von oben hier nochmal der Blick auf das Sportfeld und wir sehen, da kommen die Rutschen raus. Ne? Hier ist es. Ansonsten, falls ich es noch nicht so deutlich gesagt haben sollte, genau, Familienschiff. Ja, wir sehen es also bei dem Publikum, was hier im Moment ist. Es sind eben Ferien. Ja, also außerhalb der Ferien da natürlich entsprechend nicht so. Und jetzt sind wir hier wirklich am mehr oder weniger höchsten Punkt, was so geht, wo man so runter gucken kann. Und dann, ja. Und hier so dann das Auslaufen zu genießen, muss man einfach sagen, ist schon ein ganz guter Ort. Ne? Also auf jeden Fall, ja, von hier oben, ist auch dann sehr beliebt gewesen hier in den letzten Tagen auf jeden Fall. So, da kann man nochmal sehen, da habe ich jetzt vorhin nicht so deutlich hingefilmt, da ist noch ein Whirlpool. An Whirlpools, Whirlpool mit Ö, sondern mangelt es hier nicht, da ist auch noch einer, ja. Und dann an den Seiten, da sind so, wie nennt sich das, Skywalks oder was, wo man da über Glas läuft. Das gucken wir uns dann gleich an. So, bis dahin sind die Menschen hoffentlich alle verschwunden. Na, lässt sich natürlich nicht ganz vermeiden, ne? Lässt sich natürlich nicht ganz vermeiden. So, aber ich hatte vorhin mir dann mal so Zahlen geben lassen, dann hieß es, okay, von den 3.100 waren dann schon 1.600 an Land. Dachte ich, oh, doch immer noch 1.500 hier, aber ja. So, ich bin jetzt wieder... Orientierung in eigener Sache auf 18 und gehe jetzt runter auf 17. Ja, so, da kam mir gerade ein offenbar wohlerzogener Junge entgegen, der jetzt sich nicht ins Bild gedrängt hat. Ja, siehst du, früher war man irgendwie noch so Autoritätsperson als Erwachsener mit Mitte 40. Heute sieht das alles anders aus. So. Also dann, wo wollte ich jetzt lang gehen? Noch bin ich zu sehen, nicht ihr, aber... Ihr seid natürlich auch nicht zu sehen. Es sei denn, ihr hättet nichts dagegen. Dürft ihr einmal zu sehen sein oder lieber nicht? Ja, doch. Darf ich aber, guck mal, darf ich doch hier alles, wenn die Follower im Pool sitzen, das habe ich ja alles extra, genau, das Kind hat den Hut auf, das sehen wir nicht, das ist sehr gut. So, genau, viele Grüße. Ist das Wasser warm? Ja, fantastisch. Sehr warm? Ja, okay. Guck mal, er filmt hier gleich zurück hier. Da hat er hier die, das ist die Konkurrenz hier mit seiner Kamera. So, viel Spaß. Tschüss. So, na gut, das ist natürlich der Vorteil, wenn du da Leute drin hast, die alle Follower sind, dann, wobei das ganze Schiff ist quasi, habe ich das Gefühl, also die haben mich irgendwie eingeladen und man so, okay, doch auf die Taufreise. So, und irgendwie wussten sie wahrscheinlich, das sind alles Follower hier, also AIDA jetzt, ne? Nächstes Mal, ja, gut, machen wir es anders. So, hier,
einmal so ein bisschen Wasserspielplatz für Kinder. Ja, also das ist so ein bisschen was, was man ja im Vorelement auch hatte, in der Art. So, und dann gucken wir mal, jetzt wollen wir nämlich uns diesen Skywalk angucken. Heißt es denn überhaupt Skywalk? So ähnlich. Ja, also das ist ja was, hatte man auf Prima Perla mal, dann hatte man es auf Nova nicht mehr, aber hier ist es wieder. So, ja, ich sage immer noch mein Video, wo ich es genannt habe, der dämlichste Titel aller Zeiten, Mutprobe auf dem Meer. Wobei, man ist ja hier nicht mal auf dem Meer. Also man ist ja hier nur über dem, was ist das da, der Außenbereich vom Yachtclub-Restaurant, glaube ich. Ja, genau, also von wegen Mutprobe. Also das war dann irgendwie nur so ein dämlicher Titel. So, genau, also das Ganze hier, dieser Walk, aber das ist natürlich was, das muss man schon selber ausprobieren. Ja, gut. So, bevor wir uns das Deck 16 angucken, würde ich sagen, gehen wir hier weiter auf Deck 17. So, wieder vorbei an dem Follower Whirlpool. Besser geht es nicht. Und dann geht es gleich nämlich Richtung Beach Club. Ja, beziehungsweise AIDA Lounge haben wir auch noch. So, ja, viel Spaß noch. Da. So. Ja, genau, hier Boulder Wand. Boulder Wand Teil 2. Die ist einmal hier. Das kam ja dann der Wunsch auf. Kann man das überhaupt? Ich weiß gar nicht. Also, macht man das denn einfach so oder was? Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht. Kann ja mal hier das Ding hier mal außerplanmäßig. Jetzt habe ich extra hier so ein kleines Gorilla-Pott hier dabei. Ups. Na, kann ich es jetzt hier mal festmachen? Weil ich. Also, muss man da spezielle Schuhe anhaben oder wie geht das? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Aber. Ach, jetzt. Geht es gar nicht festzumachen. Es ist der chaotischste Rundgang aller Zeiten. So ist es leicht schief. Aber wenn ich jetzt hier versuche, mal raufzugehen. Ja, aber das. Aber. Und jetzt soll man hier seitlich oder was ist jetzt hier? Ich glaube, ich kenne die Spiel. Ich, also. Aber das ist so ein bisschen. Ist das alles jetzt hier? Oder wie? Oder ist das die für Kinder? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber oh Gott, das mit dem schiefen Bild da, naja, Gott. Man muss improvisieren und jetzt, wahrscheinlich mache ich es wirklich falsch, also, aber geht, ne? Oder ist das hier, ist das der Kinderparcours? Also, ich weiß es nicht. Also, Stichwort Boulderwand, Boulderwand, das ist doch nicht... Na gut, man muss dann da so um so eine Ecke. Also, ja, oder vielleicht bin ich ein Naturtalent. Aber gut, ich meine, kann natürlich auch nichts passieren. Du kannst ja nicht. Ach so, oder man könnte das nur dann da oben machen oder so. Ah, jetzt wäre ja ein bisschen, komischerweise, gerät man da doch ein bisschen außer Atem. So, also, wir gehen weiter hier. Hier kommt einmal, und ich verwechsle immer, wo es ist. Hier ist irgendwo die AIDA Lounge. Ich glaube, hier ist. Ah, nee, hier ist, mal gucken, ob wir da kurz rein können. Hier ist der Auslauf der Rutsche. Der Auslauf der Rutsche. So, jetzt. Wir werden jetzt offiziell hier mal die Maske schon mal aufsetzen. So. Also. Ah ja, hier. Können wir kurz mal sehen. Hier ist also, hier kommen alle an. Zumindest von zwei der drei Rutschen. Und dann gehen wir mal wieder nach draußen. So, wenn ich die Maske schon auf habe, sollten wir das vielleicht gleich nutzen. Und wir gehen dann schon mal in die AIDA Lounge. Die AIDA Lounge ist für Suitengäste. Freundlicherweise haben sie mir da auch Zugang gegeben, weil sie gesagt haben, Mensch, komm, der arme Mann muss arbeiten. Das kann man da dann ganz gut tatsächlich, weil man da irgendwie auch an Tischen oder so sitzen kann. Und das ist alles nicht so schlecht. So, bevor ich da jetzt hier reinmarschiere, muss ich mal gerade die Karte suchen, weil die brauche ich natürlich. Die hält man dann hier ran. So, und dann heißt es Sesam, öffne dich. Vorne gibt es ein Concierge. Und dann, ah, hallo. Ihr sitzt doch da absichtlich.
um es mal in das Video zu schaffen, aber viele Grüße. Hannes und Katrin, frohe Ostern, genau. So, jetzt können wir mal gucken, was hier ist. Also, ich habe ja hier die Möglichkeit zu sitzen. Ja, und wenn ich ja sagte, wo man hier ganz gut arbeiten kann, das geht dann hier, weil ich hier eben die Möglichkeit habe, ja, ganz normal am Laptop zu sitzen. So, wir gucken mal, was es hier so gibt. Hier ist nämlich so ein kleines Buffet mit Dingen, die dann für Suitengäste inklusive sind. Also alle möglichen Getränke, so alkoholfreier Art, aber auch, ach guck mal, jetzt fehlt hier gerade der Champagnerkühler. Es gibt, ist es jetzt Champagner oder ist es nur Sekt? Also hier ist sowas Chandon. Chandon klingt wie Champagner, aber ist, nee, aber ist wahrscheinlich nur Sekt. Aber Exceptional Sparkling Wine. Ja, dann gibt es hier Weißwein und Rotwein. Man hat hier Kaffee in der Kaffeemaschine. So. Und außerdem, ja, kleines Buffet hier. Das wechselt dann immer mehrfach am Tag. Das müsste jetzt hier sein, die Variante des Mittagessens sozusagen, wo man kleine Snacks hat. Hallo. Guck mal, Osterhasen gibt es heute auch. Ja. Und da hier viele, viele Dinge. Und, ah, Tiramisu heute. Ah, ja, sehr gut. So, was neu ist hier auf dieser Schiffsklasse? Sitzt da der Gerd mit seiner Frau. Also man lernt ja mit der Zeit dann auch die Leute kennen. Manchmal kann ich mir auch Namen merken. So, also wir wollen mal gucken, wo jetzt hier die neuen, der neue Außenbereich. Also hier kann man zum Beispiel sitzen. So, hallo. Da dürft ihr euch zu sehen sein oder lieber nicht? Ja, aha, genau. Gerd und Silke, genau. Viele Grüße. So, ist auch schon diverse Male gesehen hier, auf anderen Schiffen auch tatsächlich. So, ja, hier hat man die Möglichkeit zu liegen und ja, hier ist ein Infinity Pool. Ja, da ist, mal gucken, Temperatur hier. Oh ja, oh, hier ist richtig schön warm. Ich habe auch welche gesehen, wo ich mal reingefasst habe, die waren nicht so. Ach, guck mal, Strandkorb gibt es auch. Der wäre dann da. Ja, das ist natürlich ja, die besonders komfortable Variante. Und hier können auch so die Freunde des Schattens, so wie ich, die können dann da in Ruhe liegen. Ne? Also das ist schon alles gut. Ja, also das ist wirklich deutliche Verbesserung, muss ich sagen, hier mit dem Außenbereich. Das ist schon richtig, richtig gut. Ja. Also, und es war auch immer so, muss ich sagen, dass hier eine entspannte Atmosphäre war. So, also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen würde, es, ja, also das ist ein ganz guter Ort, so als Ausgleich so zu den Bereichen, wo es jetzt doch ein bisschen turbulenter auch mal zugehen kann, weil klar, ne, natürlich drinnen oder draußen, wo du spielende Kinder hast oder so, ich meine, Kinder sind hier natürlich schon auch drin, deswegen hier da der Tripp-Trapp-Stuhl. Ja, ach so, ja, was ich mich frage, es gibt auch eine normale Bar, da ist dann allerdings, es sei denn, man hat ein entsprechendes Paket, aber da ist dann eigentlich alles zu bezahlen, ja, also gut. Ja, Tee oder so gibt es auch, also ja, das ist schon mal alles ganz gut. So, jetzt wollen wir wieder rausgehen. Ich komme dann später hier wieder, um meinen Kaffee zu trinken, aber so, viel Spaß noch. Und dann geht es wieder hinaus. Ach, das geht doch besser heute, als ich dachte. Ich hatte echt befürchtet, also man kriegt es doch ganz gut hin, gar nicht so Leute jetzt zu filmen. Ich hatte so ein bisschen gedacht, oh Gott, wie soll das werden? Aber nee, alles gut. So, Beach Club, also hier tagsüber, ja, natürlich ein Ort zum Baden, zum Schwimmen. Schwimmen ist ein großes Wort. Es ist halt eher Planschen natürlich. Oder aber Cocktail genießen. Es ist hier relativ warm. Also man könnte hier durchaus auch ja, mit kurzer Hose auch reingehen, selbst an Tagen, wo man eigentlich die kurze Hose gar nicht anziehen würde. Ne? Ja, man hat, das ist so eigentlich sowas, was man bei AIDA immer wieder findet und was unsere Freunde hier von Partnership Design aus Hamburg, die ja die Schiffe gestaltet haben, oft mal gerne verwenden, sind diese Kunstpalmen, auch gern mal im Marktrestaurant. So, ja, hier ist die AIDA Bar, das ist so auch ja so ein typisches Element, ne, auf den Schiffen, ja, dass ich also diese sternenförmige Bar habe. Was war da die Idee? Hallo? Was war da die Idee des Ganzen, dass man halt sagt, naja, das soll irgendwie kommunikativ sein. Und kommunikativ ist es doch, wenn man sich irgendwie so gegenübersetzt. So, ne? Also das war irgendwann mal die Grundidee.
Ja, und die hat man bis heute quasi, hat man das dabei belassen. Ob es jetzt wirklich so ist, meiner Beobachtung nach, ob die Leute jetzt, ob das jetzt tatsächlich so ist, dass man da so ist und dann so darüber ins Gespräch kommt, ehrlich gesagt, weiß ich jetzt gar nicht. Es ist ja so, dass AIDA natürlich irgendwann mal als Clubschiff gestartet ist, aber man hat sich irgendwann ja so weiterentwickelt, dass man ja jetzt eher weiter Richtung Angebot für sehr viele verschiedene Menschen gegangen ist und nicht mehr nur unbedingt jetzt so Clubschiff macht. Und dementsprechend weiß ich gar nicht, das ist ja so was Typisches so aus dem Club, sage ich mal. So, wir sind jetzt im Beach Club und jetzt hier nochmal diese von mir versprochene tolle Konstruktion, die ich wirklich richtig, richtig gut finde. Und man gibt, ihr habt hier abends Lasershows zum Beispiel. Ja. Man hat hier die Brücke. Ich müsste es mir nochmal genau angucken, aber die ist irgendwie sonst auf der Nova weiter Richtung hier gewesen. Dadurch wirkt es kleiner. So wirkt es größer, was ja schon mal nicht so schlecht ist. Ja, und ja, hier würden dann wieder in Zeiten, wo wir mit dem Coronavirus dann etwas aktiver leben wieder sozusagen. Da würden dann hier auch Partys stattfinden. Im Moment ist dem nicht so. Da finden hier nur, da legt der DJ zwar auf. Und es spielt hier auch eine mega gute Band. Ich glaube 8 Mann oder so. 8 Frau und Mann. Wie würde man das genderneutral ausdrücken? Also 8 Personen kann man sagen, ja. Und das ist schon richtig fett, muss ich wirklich sagen. Ich wäre geneigt zu sagen, das ist so, wenn es so um Partys meinetwegen geht und so um so Party-Atmosphäre am Abend auf einem Kreuzfahrtschiff, ja, das ist so wahrscheinlich mit so die beste Location, so diese Beachclubs auf den großen AIDAs, die ich so kenne, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist schon richtig, richtig gut. Oh ja, jetzt sollte ich hier die Chance nutzen, keiner im Wasser hier. Deswegen kann man mal so ein bisschen hier ranspringen, jawohl. Ja, ich sag mal so in Hantelform das Ganze, ne? Der Pool in Hantelform hat wahrscheinlich irgendwelche Gründe. Das ist wahrscheinlich für die Verteilung des Wassers, also ich meine für die Gewichtsverteilung innerhalb des Schiffes, weil da ist so ein Pool, ist da immer so eine gewisse Herausforderung, ne? Also ja, das könnte einen Grund haben, dass es nun ausgerechnet so in Hantelform ist. So, wir gehen einmal auch da wieder hoch oder beziehungsweise gucken hier nochmal. Also man sieht, wenn man jetzt hier nicht, also ihr könnt ja jetzt nicht spüren, wieso die Temperatur ist. Hier ist es jetzt sehr, sehr angenehm klimatisiert. Also hier ist wirklich so, dass man denkt, so Mensch, hier kann man es ewig, ewig lange aushalten. Es ist jetzt da so, wenn da die Sonne rauf scheint, dass es dann doch wirklich sehr warm ist. Ja. Aber ich meine, gut, hallo, wenn man Urlaub macht, will man ja auch sehr warm. Ne? Ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, so, das geht alles gar nicht. So, also nochmal hier einmal nochmal auf die Brücke rauf und ja, nochmal gucken. Hier kann man dann auch nochmal sitzen. So, nicht nur auf diesen Stühlen, die man hier übrigens ja auch wiederfindet. Es gibt ja nicht nur Liegen, sondern eben auch solche Stühle. Ja, man kann hier auch solche Muscheln, ja, sind das Muscheln, aber solche, sowas hier kann man eben auch nutzen. Und das kostet jetzt irgendwie auch nicht extra, ja. Und hier haben wir nochmal einen Blick hier auf den Beach Club. Ist doch schön im Großen und Ganzen, ne? Muss ich wirklich sagen. So, also gehen wir mal wieder raus. Ach so, ja, hier vorne ist noch, ist gar nicht gezeigt, der Infodesk sozusagen. Da kann ich mir Spiele oder so ausleihen. Hallo? Kann ich mir Spiele oder so ausleihen? Das findet dann da statt. So. Also, jetzt wieder raus aus dem Beach Club und Maske ab. Wobei, oh, das ist zu früh hier. 2 Meter zu früh die Maske abgenommen. Also, oh, ja, das ist doch, also sprechen mit Maske ist irgendwie nicht so mein Favorit, ehrlich gesagt. Aber man kann es sich ja nicht aussuchen. Es ist so jetzt, wenn wir jetzt sprechen, wo ich das hier produziere, Ostern 2022. Es ist halt so, dass da bei den internationalen Schiffen, also beziehungsweise bei den amerikanischen in erster Linie, da ist es schon so, dass man sagt, die Maske innen ist nicht mehr nötig. Wir behandeln jetzt das Coronavirus so wie ein anderes Virus auch. Und sonst müsste man ja immer Maske tragen. So, ja. Also es gab es in der Vergangenheit durchaus auch, dass ich auch schon mal erkältet war auf Schiffen. Das ist immer nicht so schön. Wenn man, also nicht, dass das Corona ist, ist ja nicht nur eine Erkältung, ist ja doch ein bisschen mehr. Aber krank
werden kann man natürlich auch auf einem Schiff. Das kann man nicht von der Hand weisen. So, hier nochmal der Blick auf diese ganze Rutschenkonstruktion. Ja, also wirklich für Kinder eine super Geschichte. Ja. So, und wieder Boulderbahn vorbei. Ja genau, jetzt wiederholt es sich so ein bisschen, aber das ließ sich gerade anders nicht machen, weil man eben auf der anderen Seite nicht lang gehen kann. So, jetzt schauen wir nochmal auf das Ocean Deck, was wir ja irgendwie schon so ganz gut aus der Ferne gesehen haben. Nochmal ein bisschen näher. Ja, also hier habe ich letztlich auch, also Stichwort Arkona, was ja der Kollege sagte, aber ich erkenne natürlich auch ganz klar die Schiffe der Sphinx-Klasse sozusagen. Also wie gesagt, Aida Diva und fortfolgende, ne, wo man eben auch so, Stufen hat, und das erinnert durchaus daran. Der eine oder andere, da ist noch ein, wo der Mann steht, ist noch ein zweiter Skywalk. Der eine oder andere dachte so, hat das gesehen, dass das ein bisschen klein fast, aber das finde ich eigentlich gar nicht so, ne, im Großen und Ganzen. So, ach guck mal, hier die Dame wartet schon und wollte mir hier das nächste Getränk reichen. Das ist sehr freundlich, ja, also Prost. So, also hier nochmal ein Blick auf die Ocean Bar. Dort könnte man dann halt, wie gesagt, sitzen. So, hier sind ja so Sitzgruppen. Na, guck mal, die werden irgendwie ganz gut angenommen hier, diese etwas größeren. Und ich will einmal noch mal kurz am Infinity Pool was zeigen. Man hat da wohl manchmal so ein bisschen die Schwierigkeit, dass es so ist, dass das Wasser da überschwappt. Dann versucht man so ein bisschen das Wasser abzulassen. Und wenn es überschwappt, hat man hier eigentlich so einen Auffangbehälter sozusagen. Aber das Wasser schwappt wohl nicht so, wie man das gerne hätte, sondern es spritzt dann von hier irgendwie hoch und dann geht es da runter. Und was haben wir da unten? Da diesen, was man da gerade sehen, ups, das ist ja ausgerechnet nun der Außenbereich der teuersten Suite. Ja? Und da wird es dann nass. Ich meine, jetzt kann man sagen, wenn es regnet, wird es auch nass. Also muss man auch mit leben. Aber ja, wenn es vom Pool kommt, ist es doch ein bisschen was anderes. Und ja, das ist dann eben nicht so ganz optimal. Ach so, wir haben hier schon mal den ganz guten Blick hier auf die Lanai Bar bzw. auf die Überdachung. Das ist natürlich grundsätzlich eine gute Geschichte, finde ich, dass es da unten überdacht ist. Ich war ja neulich auf der Costa Toscana. Das ist ja ein bauähnliches Halbschwesterschiff, wenn man so will. Also sprich, da hast du auch da unten so diesen ganzen Bereich unten, aber da ist halt überhaupt nicht überdacht. So, und dann dachte ich so, naja, ist halt vielleicht überdacht einen Tick besser. So. Wollen wir mal wieder hier zurückdrehen, hier das Ganze. So. Wie ist es eigentlich so grundsätzlich mit Inklusivleistungen bei AIDA? Getränke sind zu den Mahlzeiten in den Buffet-Restaurants enthalten. Also wie es heißt, ausgewählte Tischgetränke. Das soll so ein bisschen suggerieren, als ob es was ganz Besonderes ist. Ausgewählte, nur die Besten. Also es handelt sich da um relativ einfachen Wein, um Bier vom Fass zum Zapfen. Und um Softdrinks, ja, aber das sind Markengetränke jetzt von Coca-Cola. Früher war es mal Pepsi, aber mittlerweile hat man da auf Cola umgestellt. Die sind inklusive, an den Bars ist nicht inklusive. Manchmal gibt es aber Tarife, die werden, oder manchmal werden die Reisen als All-Inclusive vermarktet. Dann hätte ich also auch Longdrinks und Cocktails und Softdrinks und Flaschenbier und so weiter dabei, ja, also. Da ist dann auch für jeden Geschmack gesorgt sozusagen. Und was es natürlich auch gibt, Getränkepakete. Wenn ich kein All-Inclusive gebucht habe, kann ich natürlich auch. Da gibt es Getränkepakete unterschiedlicher Größe, in Anführungsstrichen, nur alkoholfrei oder nur mit auch mit Cocktails oder Longdrinks. So, wir wollen hier mal reingucken in das sogenannte Fuego-Restaurant. Da, es wird gerade aufgebaut, da hinten der Bereich ist neu, weil man es ein bisschen vergrößert hat. Ja, und das ist nun das Restaurant, wo man so sagt, naja, da ist so der Schwerpunkt, ist hier so auf Familien. Ja, also Familien, die hier hingehen, und ja, ist halt wirklich deutlich größer jetzt im Vergleich zu vorher. Das ist jetzt auf dieser Reise nur nachmittags geöffnet, zwischen 14 und 18 Uhr. Das ist so das einzige Buffet-Restaurant, was tagsüber geöffnet hat hier auf dem Schiff. Es ist aber nicht ausgeschlossen im Laufe jetzt der Zeit, wo dieser Rundgang geguckt wird, dass auch morgens geöffnet ist oder abends, weiß ich, ist es glaube ich nie, aber da bin ich nicht sicher. Hängt ein bisschen davon natürlich ab, wie voll ist das Schiff. So, hier gibt es Automaten mit
Snacks und Getränken, natürlich gegen Bezahlung, mit der Bordkarte. Ups, unscharf hier. Bordkarte, sprach er, und es wurde scharf. So. Diese Getränke, also für Preisfüchse, ne? Wenn ich so meine, dann doch so ein Getränk mir kaufen zu müssen, das ist hier, ist es halb so teuer wie an den Bars. Also so eine Cola Zero kostet halber Liter 2,50, an der Bar kriege ich dann nur ein Viertel Liter. Ne? Also das ist so Trick 17, wobei ich natürlich hier dann zu den Mahlzeiten hier, wie gesagt, hier die Getränke da inklusive habe. So, da ist es gerade abgebaut, weil nichts kommt. So, hier ist dann das Buffet. Ja, es ist wie immer bei AIDA mit dem Buffet, das ist alles wunderschön gestaltet. Ja, guck mal, heute noch jede Menge Osterhasen dabei. Ja, guck mal, sogar die teuren von Lindt hier dazwischen. Aber auf einen teuren kommen dann vier etwas günstigere. Aber man kann sagen, es ist der teure Lindt-Hase ist auch dabei. So, das wäre jetzt die Krönung. Ne? Wenn ich in so ein Ding jetzt reinbeißen würde, dann würden die Menschen toben. Was ist der das den Kindern weg? Also das muss nicht sein. Ja, hier gibt es dann auch ein kleines Kinderbuffet. Also wir sehen hier, es gibt Schweineschnitzel, Fischstäbchen, so früher Buffet-Check-Video, ne? Semmelknödel mit Champignonsauce, wie ihr seht, Tomaten-Basilikumsauce, Pasta-Spaghetti, Soße Bolognese, Wildschwein mit Bratensauce, Krakenwürstchen, klingt ja auch interessant, Mischgemüse und Kartoffelpüree. So, da hinten ist dann wieder die Pizza-Station. Da, ja, ich bin ja immer Pizza und AIDA. Und ich sozusagen wären da, glaube ich, noch nicht so die Freunde bislang. Das bleibt ein etwas mühsames Thema, sage ich mal so. Ja, ich fand die Pizza interessanterweise auf AIDA Mira am besten, weil da hieß es, da hätte man irgendwelche Geräte da noch von Costa übernommen und angeblich, weil man die AIDA Mira war ja mal die 3 Monate, die man sie benutzt hat, war ja davor die Costa Neo Riviera und bei Costa legt man natürlich sehr viel Wert auf Pizza. Und ja, hier, weiß ich nicht, glaube ich, nicht so der Anspruch, die beste Pizza der Welt zu machen. Bei Costa hingegen schon, ne? Da hat man natürlich extra ein Pizzaiolo aus Italien. Das ist so, wird immer erzählt, angeblich der bestbezahlte Mann da auf dem ganzen Schiff so. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht, aber das ist so dieser Mythos. So, ich kann jetzt mal ein bisschen die Geschwindigkeit erhöhen, um diese 50 Meter hier wieder, hier kannst du fast 50 Meter Lauf machen. Musst du nur gucken, dass du nicht ausrutscht hier, aber ja. Also nochmal, ja, was so die Gestaltung der Buffets angeht, ist es einfach mal so, dass da viele Anbieter was lernen können. Ach so, ja, hier von vielen geschätzt, die inkludierte Softeismaschine. Ja, also das ist so Modell IKEA, man packt die Waffel da rein, dann fährt es hoch und dann kommt was raus. So. Es ist noch keine Essenszeit, deswegen werde ich da tunlichst die Finger von lassen. Es gibt ja sonst immer diese Besteckständer auf den Tischen, wo man sich das Besteck nimmt. Im Moment ist es so, dass man Besteck eingewickelt in einer Serviette bekommt, was ja dann so ein bisschen hygienischer ist oder wo man denken würde, dass es hygienischer ist. Ja, genau. Und im Moment ist das eben nicht so. Die Besteckständer sind noch in der Corona-Pause. Aber sie sind an Bord, weil das ist das Besteck von den Besteckständern. Ja, hier hat man mittlerweile, das ist irgendwie diese Kommunikation in Anführungsstrichen mit dem Gast. Das ist ein wichtiges Thema mittlerweile an Bord. Ich habe mir sagen lassen, 5 Leute sind dafür an Bord. Also die unter anderem das Tagesprogramm und so machen. Und ja, ich habe hier diese, muss ich ja wirklich sagen, sehr, sehr gut gemachten Infoscreens. Ja? Also wo ich mich informieren kann, zum Beispiel, wenn ich wissen will, was gibt es im Steakhouse heute Abend zu essen, 17:30 bis 20:30 Uhr. Ach so, habe ich doch nicht. Aber normalerweise kann ich mir auch Speisekarten natürlich vorher angucken. Aber das kann sein, dass das nur im Bordportal auf dem Smartphone geht, weil hier sehe ich es jetzt nicht. Nochmal, ist hier die Speisekarte? Nee, die ist hier auch nicht. Aber wahrscheinlich, na gut, das kann da keine PDF anzeigen oder was auch immer. Aber ja, das ist schon alles wirklich sehr gut gemacht. Da hat man einfach wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan, weil man offenbar gemerkt hat, das ist wichtig. Ja, Gestaltung. Ich mag es ganz gerne hier mit diesen beleuchteten Flächen, ja, alles ganz gut. So, wir versuchen hier nochmal einen diskreten Blick hier reinzuwerfen in den Funpark Kids. Jetzt glaube ich, nur ein Kind ist nur da, da können wir problemlos, aber jetzt geht es gar nicht auf hier. Aber ist da abgeschlossen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hier berührt, teilweise sind hier, diese Sensoren, die man berührungslos das Ganze öffnet, sind versteckt.
Das ist auch neu hier zum Klettern. Ich habe mir erklären lassen, für Erwachsene ungeeignet. Ja. Also das ist wirklich hier nur was für Kinder. Also das ist jetzt nichts, was ich irgendwie ausprobieren könnte. Ja, also bekommt ihr aber doch mal einen ganz guten Eindruck jetzt hier. Und man sieht hier, das Ganze ist darum gemacht, angelegt, um die Rutschen. Ne? Was ist das denn komisches hier? Sowas habe ich, ist das so ein Punching Ball oder was, wo man dagegen boxen soll? Ja, gute Frage, gute Frage. Aber da sieht man so, ich bin schon zu alt, um überhaupt zu verstehen, was man da machen soll. Was ist das hier, Bingo oder was? Vier gewinnt, ich habe keine Ahnung. So, also haben wir einen Blick hier, haben wir das Unmögliche geschafft und konnten einen Blick ohne Dings erhaschen, ohne Kinder, ja. Ich habe zunehmend Wortfindungsstörungen heute. Das ist der Moment, wo man merkt, dass man alt wird. Früher konnte ich das alles so, es sprudelte so heraus, heute sprudelt es immer noch, aber es stockt so weit. Wobei, das ist schon immer so, ne? Dass ich in diesem Rundgang, es ist ja doch immer sehr Freestyle-mäßig. Und ja, aber gut, solange es der eine oder andere guckt, scheint es ja zu funktionieren. So, hier sind so Sachen wie Kinderclub oder so, Kidsclub. Das ist aber jetzt noch alles in Betrieb und da wird auch nicht gefilmt. So, das ist dann alles hier. Das geht hier alles von diesem Gang ab. Man hat hier mittlerweile auch die Möglichkeit, sein Kind in einen Miniclub zu geben. Ja, da ist jetzt gerade, mal gucken, ob wir da gerade mal... Kann man da gerade reingucken oder ist das abgeschlossen? Nee, das ist abgeschlossen. Da ist es aber so im Miniclub für die Kleinsten, da können Eltern gerade nur rein in Begleitung ihrer Kinder. So. Also da ist es nicht so, dass sie da jetzt gerade betreut werden. Das ist halt gerade wegen Corona alles noch ein bisschen anders. So, hier sind wir jetzt. Und hier können wir auch noch mal kurz einen Blick hier durch die Scheibe werfen, weil natürlich gerade in Benutzung. Die Wave Club Teens Lounge, ja, das ist irgendwie so ein bisschen da zum, weiß ich nicht, auch Teens gerade drin, so ein bisschen zum Chillen, so alles ein bisschen, ups, ja, so, na gut, toller Eindruck, ne? Ja, das ist hier also für die etwas älteren Kids sozusagen, ja, da bin ich dann hier. Und was gibt es hier noch? So, mal das Game Center. Aber finde ich, selbst das, also diese Game Center sind auf Schiffen häufig ja vorhanden, aber meist hat man das so hässlich gemacht. Aber ich finde hier eigentlich mit dem Boden und der Wand, finde ich es alles ganz gut. Ja. Ja gut, ob man jetzt Lust hat, hier das zu machen, aber ach guck mal, hier auch wieder der Snackautomat. Mich würde ja echt interessieren, in welchem Umfang das so verkauft wird hier, diese ganzen Sachen. Also wirklich, das würde mich wirklich interessieren. Ja, weil ich frage mich immer so bei so einem Schiff, ne? Du hast den ganzen Tag die Möglichkeit zu essen, kostet alles nix. So, und dann gibt es dann wirklich Leute, die so Lust haben auf so Industriesüßigkeiten. Industriesüßigkeiten ist so ein böses Wort, aber das ist so ein bisschen, seit ich habe ja einen YouTube-Kanal entdeckt, ich gucke ja manchmal selber auf YouTube, den ich wirklich liebe, könnt ihr mal reingucken, ZDF Besseresser. Und da die Folgen mit Sebastian Lege, der irgendwie zeigt, wie man gewisse Dinge herstellt, die Industrie uns da vorsetzt. Und das ist sehr spannend. Ach so, hier kann man noch was sehen. Hier das Baby-Bistro. Wollen wir mal gucken. Hier war ich auch noch nicht drin. Ah ja, gut. Ich meine, gut, solange es nur hier Brei oder was, Gläschen oder was ist. So, also hier gibt es hochwertige Babykost, wie es heißt. Was es da mittlerweile alles gibt hier mit feinem... Karotten und Kartoffeln mit feinem Wildlachs. Das ist ja besser als im Marktrestaurant hier. Ja. Nein, das nicht. Das natürlich nicht. So, eine Mikrowelle und ja, gut. Ich würde sagen, wir gehen mal nach unten. Ansonsten werde ich, glaube ich, wirklich mal was machen. Also das ist jetzt nämlich die andere Folge. Ich muss gleich mal eine Toilette suchen. Das ist die Folge. Jetzt habe ich so viel vorher getrunken. Dass ich irgendwie, ja, gleich mal auf Toilette muss. Aber das ist ein anderes Thema. Da müsst ihr jetzt nicht mit. Wir fahren erstmal runter. Von Deck 16 auf Deck 5. Das ist der Plan. Da steht gerade auch angeschlagen, auf Deck 5 befindet sich auch ein Waschsalon.
ebenfalls auf Deck 14, auf Deck 10. Also das ist wirklich etwas, was sehr, sehr, sehr schön ist, dass ich also die Möglichkeit habe, hier Wäsche zu waschen, dass ich Möglichkeit habe, Wäsche zu bügeln. Ne? Das ist ja, ich meine, ich war ja zur Taufe hier und das war natürlich dann schon ein bisschen doof. Zur Taufe bekomme ich, da ist mein Hemd dann wieder zerknittert gewesen. So, und was kann man dann machen? Da geht man in das Wäschecenter und bügelt es ganz verrückt. So, wir sind auf 5, wie ihr sehen könnt. Und, ups, was ist schon wieder unscharf hier. Ich hoffe, das war nicht die ganze Zeit so. Was man hier macht, es ist doch alles nicht so einfach. Gut, und jetzt gehen wir mal hier, jetzt dachte ich hier Dr. Moore, nee, fast Dr. Mori, wer auch immer. So, gehen wir dran vorbei, hallo. So. Also das sind die Kabinengänge. Es ist alles so ein bisschen edler heute von der Gestaltung, verglichen so jetzt mit den früheren Schiffen. Also mit dem Glänzenden, würde ich sagen, hat man sich ja fast was von MSC abgeguckt. Ja? Das erinnert so ein bisschen daran eigentlich, so viel Glanz. Ja, wer auch immer Dr. Mori ist, aber gut. So, jetzt geht es gleich in das beliebteste Restaurant. Vielleicht finde ich gleich noch die Toilette. Und das beliebteste Restaurant ist natürlich das Marktrestaurant auf allen AIDAs und deswegen hat man es hier versteckt ein bisschen. Ist wirklich wahr, also das ist gar nicht gut ausgeschildert und das liegt auch so, dass man es gar nicht unbedingt, so vermuten würde. So, wann macht das denn auf? Achso, ja, in 2 Minuten, dann könnte ich da gleich sogar mal reingehen. Ja, perfekt. Vielleicht finde ich bis dahin auch die Toilette. ja. Hier gucken wir mal. Also das ist schon so, ich denke von der Gestaltung her dann hier, ne, das ist glaube ich schon sowas, was ich so auch auf anderen AIDAs, also nicht jetzt nur auf der Nova oder so, was ich so durchaus auch schon so gesehen habe. Aber klar, das ist natürlich so, dass man die Designs für so ein Schiff, dass man das natürlich auch nutzt. Auch keine Toilette. Wo ist die Toilette? Dass man das natürlich auch nutzt. Ja, wenn man dann die Schiffe weiterentwickelt und neue baut, da sagt man ja nichts. Komm, wir packen alles in die Tonne, geht nochmal von vorne los. Ich meine, der Architekt, die Architekturfirma würde sich freuen. Ist hier keine Toilette? Ach, also es ist doch immer sonst. Sonst suche ich das Wasser, jetzt suche ich die Toilette. Also eins, das hat der Andreas aber auch geschickt angestellt. Ne? Dachte er, wollte er mich mal hier, den füllen wir vorher mit Wasser ab. Und dann soll er mal zeigen, wie schnell er laufen kann. Das muss doch hier irgendwo sein. Das gibt's doch nicht. Ach, da hier. Hier ist die Toilette. Dann hat es ja auch den Vorteil, dass wir das auch mal zeigen können. Also nicht in allen Details, aber so. Das ist mal auch schön gemacht hier, ne? Dame, barrierefreies WC und WC-Herren. Sesam, öffne dich. Also man muss hier überhaupt gar nichts... Man muss hier überhaupt gar nichts anfassen oder so. Das ist alles sehr hygienisch. So, ich würde sagen, wir gehen in die Werbung und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der Vorteil ist, dass es jetzt deutlich entspannter weitergeht. Also so muss ich mich jetzt nicht beeilen, allein aus der Notwendigkeit irgendwie aufs Klo gehen zu müssen. Nee, das haben wir jetzt erledigt. Jetzt wollen wir mal gucken, ist denn jetzt hier überhaupt mittags geöffnet? Also da würde ich jetzt hier raufklicken bei Öffnungszeiten und kann jetzt sehen... Ach, guck mal, die sind da zwar in dem Marktrestaurant, ich dachte, die machen da gleich auf, aber ich dachte, die sind da irgendwie busy, weil sie gleich öffnen, aber die haben gar nicht auf, die eröffnen erst heute Abend, ja. So, und meine Güte, ich weiß gar nicht, ob die sich, wenn man da mal, also, na, könnte ich da jetzt rein? Nee, ich versuche mal da, das, ach, na gut, oh Gott, wenn ich das hier verschiebe, dann reißt das Ganze... Ab da, das ist ja auch nicht so die Sache. Vielleicht gehe ich hier mal rein. Also nur so aus Filmgründen. Also hier, ne, hier ist abgeschlossen. Ach ne, hier ist offen. Also zeigen wir mal ein bisschen hier. So, überall mit Ostereiern. Also das hier ist der ganze Buffetbereich. Und ja, richtig schön gemacht, auf jeden Fall. Hier das Essen eher, ich würde mal sagen, ein bisschen konservativer. Ja, also hier gibt es dann abends die Rinderroulade mit Rotkohl, mit Klößen zum Beispiel, alles sehr nett. Ich habe der Rotkohl, also hat ganz fantastisch geschmeckt, ja. So, also hier kriegt ihr einen ganz guten Eindruck. Ja, das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, Kaffee nur
mit Getränkepaket oder gegen Aufpreis. Das ist also ja, etwas, den, wenn ich das nicht habe, dann kriege ich nur löslichen Kaffee, wo ich mir denke, dass es sowas noch gibt heute. Also ja, gut. Also hier habt ihr, denke ich, einen guten Eindruck hier vom leeren Marktrestaurant bekommen. Jetzt werde ich mal wieder verschwinden. So, noch hat mich keiner gesehen. Die geheime Mission. Wobei, ich muss mir überlegen, ob ich hier nicht demnächst hier nur noch mit Leibwächter hier unterwegs bin. Also nach der Kinderattacke, das wäre ja so ein bisschen, hallo, so, schnell wieder raus. Da hat mich doch einer gesehen. Naja, gut. Also demnächst hier mit Leibwächter. Oder das wäre eine Aufgabe für den Andreas vielleicht vorhin gewesen. Ihr könnt immer vorbeigucken in der AIDA Nova, AIDA Cosma Gruppe. Da habe ich keine Aktien drin sozusagen, aber das macht unter anderem der Andreas. Und ja, da kann man sich ganz gut austauschen zu allen Fragen über AIDA Nova und AIDA Cosma. So, hier ist so eine kleine Treppe, die jetzt hier nach oben führt. Bin ich jetzt hier richtig? Ja, doch. Und jetzt gucken wir uns mal an, was ist dann, ob wir ins Belladonna Restaurant kommen. Das ist ja ein Restaurant, was es auf den anderen Schiffen teilweise auch gibt. Aber vorher ein kurzer Blick. Ein kurzer Blick hier auf das Time Machine. Time Machine ist eine Dinnershow. Ja, das Ganze gegen Aufpreis wird in der Regel zweimal am Abend gespielt, die Show. Und hier geht es da rein. Ja, man ist mit 20 Euro ungefähr ist man dabei. Und das Ganze ist hier. Ich habe es lange nicht gemacht. Zuletzt 2018. Da war die ja in ähnlicher Form auf AIDA Nova. Aber ja, das ist was, wo der eine oder andere sicherlich Spaß dran hat. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir uns hier auch noch reinmogeln können. Ansonsten, es ist halt auch wieder ein Buffet-Restaurant. Wobei, wie ist denn das hier gemacht? Wahrscheinlich würde man dann da das irgendwie... Ah, guck mal. Gott. So, da werde ich mich mal durchzwängen. Also da mal ein kurzer Blick hierauf. Es ist im Grunde, wie das angelegt ist, hallo, alles ähnlich. Da habe ich auch einer gesehen, Mensch. Ja, also so das Ganze, aber wirklich recht wunderschön gemacht. Das ist einfach was, ja, die, weil das Auge ja am Ende mit ist, ne? Was eben auch wichtig ist, weil ich kenne Buffet-Restaurants, die erinnern optisch eher so an Kantinen, so, ne? Ja, und das ist halt einfach nicht, ne? Also man hat hier jetzt durch diese Bäume und so, was ganz AIDA-typisch ist, aber hat man wirklich eine sehr, sehr schöne Atmosphäre geschaffen. Ja, also wirklich richtig gut. Hier gucken wir mal raus. Das sind dann natürlich so hier die Plätze am Heck, wo man sagen würde, ach, na gut, die sind dann irgendwie besonders begehrt. Was ich hier halt nicht so habe auf diesen großen Schiffen, dass ich jetzt so in mehreren Buffet-Restaurants Außenbereich habe, das haben wir nur, wo wir nachher hinkommen im sogenannten Yachtclub-Restaurant. Da ist das so, ja. Aber das ist halt dann das einzige Buffet-Restaurant, wenn man so will, mit Außenbereich. Auf diesen kleinen Schiffen der sogenannten Sphinx-Klasse ist es ja so, dass ich da dann eben entsprechend noch ein zweites Restaurant habe, da mit Außenbereich. So, schnell wieder raus, weil das ist ja doch ein bisschen jetzt hier. Ich hoffe, dass ich euch gleich auch ein bisschen Essen präsentieren kann, da im East-Restaurant. Mittags ist es übrigens so, dass die Buffet-Restaurants da mehr oder weniger das Gleiche bieten. Oh Gott, nicht, dass ich hier den Boden zerschramme, das fehlte ja noch. So, alles wieder zugemacht. Desinfektion natürlich hier. Also, mittags, more or less, dasselbe Essen. Ja, abends ist es dann so, dass es sich unterscheidet, aber eigentlich mehr oder weniger an jedem Abend in den Buffet-Restaurants das gleiche Angebot, was einen dann dazu animieren soll, in mehrere Restaurants zu gehen. Also nicht an einem Abend, kann man natürlich auch, aber die Überlegung ist eigentlich, ja, dass man dann sagt, naja, man soll im Laufe einer Reise mehrere Dinge, mehrere Restaurants ausprobieren. So, hier ist es jetzt entsprechend leer im East Restaurant. So richtig schrecklich asiatisch geht es jetzt hier gar nicht zu. Mittags, abends schon. So, ich habe hier mein beliebtes Eis mit. So, wir sehen hier offiziell, ja, hier als Haselnuss. Krokant Botschafter, wobei so geröstete Mandeln auch sehr lecker sind auf Eis. Und das ist also da. Ja, guck, hier ist natürlich eine Bolognese-Soße. Das ist natürlich, hat der Asiate jetzt nicht erfunden, aber
Das ist hier halt im Rahmen des einheitlichen Gemüse vom Grill mit frischen Kräutern und Knoblauch, in Kräuterbutter gebratenes Seelachsfilet. Ja, also hier ist was Asiatisches. Das sind hier diese, ich hätte gedacht, das sind Dampfnudeln, Germknödel, aber das sind Xio Pao, gefüllte Teigtaschen mit Schwein und Rind. Jawohl, so. Gucken wir mal, was es hier noch gibt. Also auch hier wieder, ne? Was nur so die Gestaltung angeht, das ist einfach sehr schick. Und das ist jetzt nicht so, dass es hier nur Banane oder so gibt, sondern hier, ich meine, guck mal, die teuren Sternfrüchte oder aber, ich weiß gar nicht, wie heißen denn diese Dinger da? Ich weiß nicht mal, wie die heißen hier. Also das ist schon alles sehr, sehr gut. Und das ist, macht man ja heute gerne, dass man es so stufenförmig so ein bisschen präsentiert, was eigentlich auch ganz nett aussieht. Ja. Das hier sind so diverse Desserts. Da ist so ein bisschen, muss ich ehrlicherweise so ein bisschen sagen, ich finde so ein bisschen, hast du eins mal probiert, kennst du alle. auch wenn die Zitronenmus oder aber Zimtpudding, wobei Zimtpudding schmeckt natürlich anders als Zitronenmus, aber ich halte mich da eher ans Eis, ehrlich gesagt. So, ne? Hallo. So, hier nochmal ein Blick, hier haben wir Vorspeisen. Ach, das sieht doch alles, ich meine. Inssalat, der Pastasalat mit Tomaten und Roastbeef, das sieht doch alles super aus. Linsensalat mit Kreuzkümmel und Kochschinken mit Safrangelee. Es ist halt auch ein bisschen pfiffig, ne? Mais, also eine Mischung. Also man hat teilweise, es ist so eher konservativ, aber auch immer mit ein bisschen Pfiff. Ja gut, mediterranes Gemüse süß-sauer, dann kommt hier was vom Tandoori-Spieß, weil sie haben ja auch einen Tandoori-Ofen. Entweder Hähnchen oder aber gerade Schwein. Ja. Hier sind dann hier noch irgendwelche Raita. Was ist das? Ist das irgendwas Indisches oder was? Ja, ja, also es ist halt so von der Vielfalt oder was, ist es einfach irre. Ne? Hier sind nochmal so Antipasti oder so, sehr lecker hier so Silberzwiebeln oder was. Ja, gut. Ja, dann ist natürlich auch Feigensenf ist natürlich auch überall verfügbar. Als hätte ich sie beraten. Haselnuss, Krokant und Feigensenf. Ja. Aber ich sehe schon, der Rundgang hier, die Zeit ist doch am besten jetzt hier gewesen, hier so leer, wie es ist. Wir kommen jetzt hier in den Vorbereich vom Teppanyaki Asia Grill. Teppanyaki ist etwas, was ja so auf Kreuzfahrtschiffen auch populär ist, so als Aufpreis-Location. Also es gab das ursprünglich mal so von bei NCL. Ja. Die waren, meine ich, auf dem Meer die Ersten, die das angeboten haben. Und das Prinzip ist, dass ich da an so einem Tisch sitze mit einer kleinen Gruppe. Ich muss die Leute nicht mitbringen, kann ich auch allein natürlich machen, aber dann sitzen da andere neben mir. Und dann ist da ein eigener Koch, der dann da so ein bisschen Späße macht und so. Und ja, ich bin ab 30 Euro, wenn ich es richtig gesehen habe, dabei. Ja, und dann kann man das Ganze mal ausprobieren. So, kommen wir zu dem Restaurant, wo ich dieses Jahr den Jahreswechsel verbracht habe auf Aida Nova. Beziehungsweise nicht den Jahreswechsel, das wäre ja erst gegen Mitternacht, nein. Das war am Silvesterabend die Sushi, wie heißt es denn überhaupt? Das ist eine Bar, na gut, eine Bar ist es ja, aber das Suane Sushi Haus heißt es, so ist richtig. Ach guck mal, hier gibt es auch Poke Bowl, esse ich mal ganz gerne. 12 Euro, na, der 12 Euro ist aber ist viel. Also 12 Euro ist ja nicht mein Aufpreis, sondern dafür kriege ich es auch in Hamburg. Aber vielleicht ist sie halt sehr herausragend. Vielleicht versuche ich es nochmal, die Poke Bowl, aber das ist halt, wie ihr seht, mittags dann eher geschlossen. Puh. Hat man hier, guck mal, dieses Prinzip mit den Bäumen, hat man dann halt einen anderen Baum genommen, wo man denkt, das ist der Asia-Baum hier. Andere Lampen, ja, alles ganz schön. Kleiner Tipp, wenn man im Bordportal zu fünft ist, ist das wohl ein bisschen schwer zu buchen. Du kannst zwar fünf auswählen, aber dann sagt er immer nicht verfügbar, weil hier ja immer nur Vierertische sind. Und da fünf wäre dann, also das müsste man dann mit dem Restaurantleiter klären. Das hat mir irgendjemand erzählt. Deswegen gebe ich diesen Tipp gerne an euch weiter. So, was es noch gibt. Hot Pot. Das ist vereinfacht ausgedrückt eine Art Fondue in Brühe. Man macht dann da diesen Deckel auf, dann kommt da ein Topf mit Brühe rein und dann kommen hier so Dinger rein, entweder vegetarisch, Fisch oder Fleisch. Im Moment ungefähr 25 Euro pro Person und ja, dann kann man das, dann gibt man das da in dieses Sieb und dann isst man das. Eigentlich auch eine ganz nette Idee. Wenn ich das richtig erinnere, ist denen die Idee damals gekommen beim Bau von Aida Prima, Aida Perla, die ja beide in Japan entstanden sind. Und dann waren sie abends im Restaurant und haben sie gesagt, Mensch, das machen wir auf dem nächsten Neubau. Ja? Keine dumme Idee. Also wir sind immer noch East Sushi House und jetzt hier in die, was ist es, Tokyo Bar, glaube ich, genau. Ach, das ist doch schön hübsch hier, ne? Oder? Das sieht aus wie Lutscher, überdimensionale Lutscher. Bitte nicht dran lecken, schmeckt glaube ich nicht, aber... Das war eigentlich ganz schön gemacht. Man hat hier dann nochmal so Spezialcocktails.
Die Eigenschaft dieser Spezialcocktails ist dann allerdings, sie sind nicht in den Getränkepaketen enthalten. Ja, also das ist dann was man wissen sollte, wenn man ein Getränkepaket hat. Mit Cocktails, diese Spezialcocktails asiatischer Art, sind dann nicht dabei. So, muss gerade nochmal hier rekapitulieren. Ich bin auf Deck 6. Hier, es gibt insgesamt 3 Orte, wo ihr eure nächste Reise buchen könnt. Das wäre dann einmal hier. Ja, die Welt in all ihren Farben. Siehst du, guck mal, der Katalog ist gerade vergriffen. Na, das kann ich mir vorstellen. Die haben auch schon reichlich gebucht. Hier vorne kann ich Ausflüge buchen. Hier geht es heute raus. Die Gangway. So, das sind, diese Roller kann man hier mieten, um auf dem Schiff hier herumzufahren. Weil bei 336 Meter ist es natürlich so, dass man da weite Wege hier zurückzulegen hat. Nein, das ist natürlich Quatsch. Da werden Ausflüge mitgemacht, beziehungsweise damit kann man dann draußen rumfahren. Ich bin ehrlich gesagt aber, seitdem ich mir vor einem halben Jahr den rechten Fuß gebrochen habe bei einem E-Scooter-Unfall, bin ich ehrlich gesagt, was solche Dinge angeht, aber insgesamt sehr skeptisch und würde sagen, bitte, 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 bitte nur äußerst defensiv mit äußerster Vorsicht fahren. Ich war zugegebenermaßen, auch wenn ich an dem Unfall nicht Schuld hatte, weil eine Autofahrerin mir die Vorfahrt genommen hat, hätte sicherlich noch ein bisschen defensiver unterwegs sein können, das muss ich selbstkritisch sagen. Aber also deswegen, ich hätte es insofern, wäre ich defensiv, noch defensiver gewesen, wäre das Unglück zu vermeiden gewesen. So, wir kommen Richtung Gourmet-Restaurant Rossini, ein Aufpreis-Restaurant. Und man hat hier auf Nova und Prima, Nova und Cosma hat man dann gesagt, naja, machen wir irgendwie auch eine Bar irgendwie in diesem ganzen Stil. Und ja, das können wir dann hier sehen. Also das ist ja so weiß, da kann man was anderes als Champagner gefühlt gar nicht trinken. Rossini, auf allen AIDA-Schiffen, außer AIDA Aura und AIDA Vita vorhanden. Und da bekomme ich dann irgendwie so ein mehrgängiges Menü gegen Aufpreis. Also jetzt Ostern ist es ein bisschen teurer als sonst. Da habe ich hier 4 Gänge für 49 Euro. Sonst hätte ich hier, das ist der bessere Deal, wobei 6 Gänge für 34,50. So. Presa Iberico, was auch immer Presa ist. Presa. Präservativ, keine Ahnung. Riesengarnele. So, Whisky, Maissuppe, Kalbscarpaccio und Tartar. Ja, also das ist alles ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern schon deutlich edler. Da ist man dann eigentlich hier, ja, durchaus auf so einem Level unterwegs, dass man fast sagen würde, naja Gott, das könnte auch im Luxussegment sein, ne? Mal gucken, ob sie uns hier für den Dreh hier reinlassen. Nee, leider abgeschlossen. Also da kann man sitzen. Ups, kann man da nochmal ein bisschen ranspringen. So. Da sieht man hier die Fenster. Oh, da muss nochmal nachgeputzt werden. Hier, jetzt sieht man alles, wenn man da mit dreifach Zoom aufs Glas geht. Gut, dafür ist es auch nicht gedacht, dass da irgendein Idiot seine Kamera raufhält und dann, ja. So. Also das ist das Rossini. Ich habe es jetzt dieses Mal nur zur Taufe gemacht, am Taufabend. Ansonsten war ich jetzt nicht drin, weil man hat hier halt durch die insgesamt, ich glaube es sind 16 Restaurants und die Streetfood-Meile habe ich gezählt. Kann auch sein, dass es nicht stimmt, aber da hat man so viele Möglichkeiten zu essen, dass ich dann denke, ach komm, ich habe schon auch schon so viel sehr gutes Essen in meinem Leben gegessen, muss ich auch nicht noch das Rossini jetzt haben. Ne? Also ja. Und das ist halt auch wirklich so, es ist jetzt nicht mal so, dass man da irgendwie irre viel Aufpreis oder so bezahlen muss, sondern du hast auch was inklusive, ist so eine Riesenauswahl. So, wir sind ja so ein bisschen jetzt hier im Herzstück des Schiffes. Und das ist natürlich einmal das Theatrium mit allem, was dazu gehört, drumherum. Ja, ich würde es mal, früher hätte man das Loungefläche genannt, so. Aber ja, es ist einfach nur so, dass man sagen würde, okay, es sieht gemütlich aus, ist alles ein bisschen weichere Möbel, so, ja. Da kann man sich auch mal hinsetzen, vielleicht ein Buch lesen. Zumindest jetzt, wenn es so leer ist. Ne? Das ist natürlich nicht immer so. Also, ja, Theatrium, wenn wir das Ganze uns jetzt mal anschauen, hier Deck 6, 7 und 8. Das ist ja was es seit der AIDA Diva gibt. Man hat das hier sicherlich in Vollendung. Sowohl was technisch angeht, was die Größe angeht und überhaupt und auch was die Sitzplätze angeht, weil man hatte da früher das dann so, dass es teilweise nicht so sehr gemütlich war. Ich glaube, teilweise hast du früher keine Rückenlehne gehabt, so, ne, auf den anderen Schiffen. Aber da ist schon so ein bisschen, was getan worden, dass es wirklich heute deutlich besser ist. So. Es ist ehrlicherweise aber so, ich meine, jetzt haben wir hier so einen Platz, wo man sagt so, meine Güte,
besser geht es nicht. Dieses Geflimmer seht gerade ihr nur, das ist nicht wirklich da. Das ist wieder eine Kamerageschichte hier. Also hier kann man natürlich so sitzen, besser geht es nicht, aber Reihe 1 und Reihe 2, da oben könnte dann mal Akrobatik stattfinden. Es ist aber ehrlicherweise so, dass es auch viele Plätze gibt, wo man sagt, naja, komm, also so toll ist es nicht, weil wenn ich zum Beispiel jetzt hier sitze, kann ich zum Beispiel schon die Akrobatik gar nicht mehr sehen. Ne? Oder wenn ich jetzt irgendwie einen weiter nach hinten gehe, hier auf diesen, den Platz hatte ich nämlich neulich auf der anderen Seite, so, dann siehst du zwar, was da in der Mitte ist, aber du kannst nicht sehen, was auf der Bühne ist. Also das ist leider so ein bisschen der Haken. Ich finde mittlerweile dieses Konzept eigentlich ganz gut. Es ist natürlich so, ja, dass es eine wesentlich unruhigere Geschichte ist, als wenn man jetzt irgendwie ein festes Theater hat. Ne? Aber auf der anderen Seite ist es so, ja, dass die Atmosphäre, die ist natürlich wirklich deutlich gelöster, sagen wir es mal so. Es erinnert so ein bisschen an so eine Bühne beim Stadtfest. Ne? Also das ist, denke ich, ein ganz guter Vergleich. Ja, also das muss man sagen. Also deswegen würde ich sagen, Theater im heute ganz gut. Es ist so ein bisschen das Konzept, dass man jetzt gar nicht mehr unbedingt versucht, für Inhalte zu bieten, die nun unbedingt allen gefallen sollen. Also so den kleinsten gemeinsamen Nenner sozusagen für das Publikum. Sondern die Idee ist eher, das erklärt Boris Brandt, der Unterhaltungschef, Boris, nicht Boris, immer ganz gut. Es geht eher darum, dass man nun sagt, so naja, jeder soll mal im Laufe seiner Reise was bekommen haben, was ihm richtig gut gefallen hat. So, das ist dann was, also da haben sie dann irgendeine Show, da Steampunk Circus oder was, oder Musik der Gruppe Yellow oder eine 90s Show. Ich weiß gar nicht, ob hier, aber das erinnere ich so von Aida Nova. Ja, also man versucht nicht mehr so nach dem Motto, alles eins, was allen gefällt. Das ist halt die Cosma Bar hier. Ich finde es schön gemacht. So, hier kriege ich nachmittags Torten. Da werden also diese Flaschen rausgenommen und dann stehen da Torten drin. Diese Torten haben auch so ein bisschen Motto, kennst du eine, kennst du alle, aber seht ihr dann selber. Also doch geschmacklich sehr ähnlich, weil das alles so ein, ich nenne das immer so ein Bausatz, aus dem diese Torten gemacht sind. Ich meine, gut, jetzt vielleicht sehen wir sie später noch. Das ist ganz um nachmittags mal, kann man mal essen, so ist auch im Reisepreis inklusive. Kaffee ist dann allerdings zu bezahlen, das ist anders, als es früher bei AIDA war. Da gab es nachmittags auch Kaffee umsonst. So, also hier die Bar. Gucken wir nochmal hier auf die andere Seite. Ja, so, schauen wir mal. Ja, aber es ist hier schon so, dass es eben alles offen ist und lebendig. Also das ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, so, oh, hier kann man jetzt alleine wirklich in Ruhe sitzen. Also jetzt, wenn das Schiff leer ist, natürlich schon. Aber dann, wenn dann gerade wieder mehr Leute an Bord sind, dann ist es natürlich schon ein bisschen trubelig hier. Ne? Aber das ist natürlich auch so ein bisschen das Konzept. Hallo? Das ist natürlich so ein bisschen das Konzept, dass man eben auch eine lebendige Atmosphäre hat. Ne? Also das ist vielleicht auch was, wo man sich auch vielleicht vom Mitbewerber so ein bisschen absetzen möchte, der nun sagt, okay, wir machen hier Entspannung, Wohlfühlschiff. So, ne? Und ja, hier ist alles ein bisschen ruhiger. So, wir gehen hier mal lang und hier sehen wir dann auch einen der ersten Shops. Und diese Shops sind natürlich im Hafen geschlossen. Da kann man dann da durchgehen. Ach guck mal, man kann hier, wenn man jetzt nun sagt, man hat zu Hause größere Bargeldbestände, muss allerdings Euro sein, darf nicht D-Mark sein. Die kann man, wobei wer weiß, D-Mark kann ich wieder auch einzahlen hier, aber nein, also es muss Euro sein, das kann ich dann hier einzahlen. Bargeldservice. So, dann, wo geht das denn? Ach so, könnte ich hier die Bordkarte und dann steht hier Einzahlung oder aber Währung tauschen. Das geht also beides. So, also das kann ich hier machen. So, dann sollte ich wieder abbrechen sagen, sonst holt sich jemand anders hier die Währung raus. So, wir kommen hier auch schon in den Rezeptionsbereich. Ja? Man kann dieses Anstehen und so kann man auf unterschiedliche Weise umgehen. Entweder man ruft die 5000 an, das ist die Service-Hotline. Oder aber man hat, wenn man nun das Bedürfnis hat, man möchte da Dinge näher besprechen, weil man ist Goldkunde und fühlt sich jetzt persönlich hier in seinem Urlaubsglück persönlich sehr beeinträchtigt, weil man sagt, der Mann ist ja die ganze Zeit auf der Reise, dann würde man einen Termin machen so und dann ein Servicegesprächstermin, so heißt das im Bordportal dann muss man nicht warten. Irgendwann wurde mal gesagt, man soll die Bilder nicht filmen wegen Urheberrecht, also irgendwas ist immer, ne? So, deswegen, na gut, hier ist das nächste, wobei das Bild zählt nicht hier, das ist hier Teil des Ganzen. So, hier geht es in den Photoshop.
Kann ich mittlerweile auch Kühlschrankmagnete kaufen? Das ist ja, also AIDA, dumm sind sie nicht, ne? weil diese Magnete sind ja irgendwas, was viele Leute gerne an Land kaufen. Und da haben die sich gedacht, natürlich, was sollen die Leute das an Land kaufen? Sollen sie es doch bei uns kaufen? Nicht so dumm, ne? Wie immer nicht so dumm, die Freunde in Rostock. Fotogalerie ist mittlerweile digital. Das heißt, man baut hier, man macht hier jetzt nicht so zehntausende Fotos, die man jeden Tag ausdruckt, sondern man kann mit Gesichtserkennung, ich wurde noch nicht fotografiert, mal gucken. So. Achso, jetzt habe ich die Hände nicht desinfiziert. Meine Güte. Aber mal gucken, was überhaupt passiert, weil ich wurde ja noch gar nicht fotografiert. So, nicht, dass hier irgendwelche anderen Fotos auftauchen. Voll der Skandal dann. Nee, es passiert gar nichts. Das ist der Vorführeffekt. Oder er findet keine Fotos. Ja. Ah ja, jetzt. Willkommen bei AIDA Fotos. Und da könnte ich dann hier. Ja. So. Will ich da jetzt nicht so drauf rumtatschen? Na egal. Also. Ja, egal, abmelden. Also, ihr wisst, was gemeint ist. Hier würde ich also dann die Fotos sehen. So, Fotostudio, ich glaube, da kann ich also Fotoshootings werden teilweise auch angeboten. Kunstgalerie wirklich riesig groß, vergleichsweise. Ne? Und das ist irgendwo offenbar was, was so mittlerweile auch etabliert und gelernt ist, wenn man so will, wo sich viele danach freuen, dass sie sagen, ach Mensch, kann ich ein Bild kaufen? Und da ist AIDA mit den 13 Schiffen auch mittlerweile wirklich ein relativ großer Händler, habe ich mal gehört. Ne? Genauso auch Bedeutung so für Theaterbranche oder so. Große Nummer. Studio X. Erwähnter Boris Brandt, der Unterhaltungschef von AIDA, kommt vom Fernsehen. Dementsprechend hat er dann so ein bisschen so die Idee, auch Dinge, weil die Leute lieben ja Fernsehen, sonst würden sie es nicht gucken. Na gut, ihr liebt ja YouTube, aber ist ja im Grunde verwandt, kann man ja sagen. Und da hat er damals auf AIDA Nova zum ersten Mal ein Fernsehstudio gebracht, weil er dachte, Mensch, wenn die Leute doch Fernsehen lieben und so, ist doch voll cool. Und ja, das ist hier nun die neue Variante. Ich bin nicht ganz sicher, was man gemacht hat. Ich glaube, mindestens kleiner. Man hatte vorher so bewegliche Studiotribünen. Das hat man geändert. Das Ganze ist jetzt fest hier eingebaut. Hier finden dann so Dinge statt wie Wer wird Millionär? Oder Die Pyramide. Die Älteren von uns werden auch diese Sendung noch kennen. Ja, also das ist so ein bisschen so der Anspruch, dass man sagt so, wir zeigen sogar Originalshows, wo wir uns die Lizenz haben besorgt vom Lizenzgeber und wir spielen nicht einfach nur billig irgendwas nach. Wer weiß denn sowas, gibt's auch, ja. Und das wirklich, es wird dann eben auch, es gibt auch hier eine Studiokamera, die dann hier rumfährt. Das ist dann eben auch so, dass man es dann auch auf der Kabine sehen kann. Das habe ich gestern Abend, dachte ich, naja, komm, ist mir noch ein bisschen langweilig. Oh, hier darf man nicht stolpern, muss ich aufpassen. Da ist mir noch ein bisschen langweilig, da habe ich da mal reingeguckt und denke so, ach ja, ist doch nett. Ne? Also, das hier, das Studio X. Ja, also im Großen und Ganzen, man hatte hier, glaube ich, anfangs auch auf AIDA Nova versucht, diese sogenannte Primetime zu machen. Also diese Show, die es immer am Abend gibt um 20 Uhr mit dem Entertainment Manager, der Entertainment Managerin. Und ich glaube, man hat dann festgestellt, dass man natürlich hier ein bisschen begrenzt ist, was den Platz angeht. Ja. Was ich hier auch ganz spannend finde, man arbeitet hier auch durchaus, und da ist der Boris, ich meine, hat er natürlich auch einen professionellen Anspruch. Der war, was war einmal, Deutschlandchef von Endemol, glaube ich, also Riesenproduktionsfirma. Die arbeiten hier wirklich so mit richtigen Fernsehleuten, ne? Also mit, was weiß ich, Aufnahmeleiter, Redakteur. Das ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie, was weiß ich, so einen Gastgeber oder so nur haben, der dann da ein bisschen auf Knöpfe drückt oder so, nee, sondern da haben sie Leute, die können richtig was. Diese Art Bar wirkt jetzt, wo der Shop, den wir dann gleich sehen, geschlossen ist, wirkt hier so ein bisschen abgeschlossen sozusagen. Deswegen ist es hier an den Nicht-Seetagen tagsüber auch ruhig. Ja, also hallo. Und ja, hier kann ich Popcorn bekommen. Da dachte ich, Mensch, ist das inklusive? Nee, das kostet 2 €. Also Nachos gibt es für 3 €. So, hier kann man also sitzen. Und ich will das mal zeigen. Man hat natürlich häufig nur so Plätze, wo man unten sitzt. Quatsch, wo der Tisch unten ist. Ach, guck mal. Das hatte ich schon wieder hier verdrängt oder vergessen. Ist ja nichts zum Verdrängen. Es gibt sogar da USB-Anschlüsse. Wow. Das ist ja mal. Ach so, hatte man vorher hier so interaktive Tische, erinnere ich mich, auf der Nova. Aber da hat man wohl gedacht, naja, komm, das ist es irgendwie nicht. Ja, man hat hier so ein bisschen Tische auch, an denen man sitzen kann, wenn man jetzt das Bedürfnis hat, zu arbeiten. Das geht also nicht nur in der AIDA Lounge, hier könnte man es auch ganz gut machen, weil es ist hier wirklich ein Bereich, der ist jetzt gerade an einem Nicht-Seetag sehr, sehr leer und ruhig. So, und dann könnte ich hier sitzen. Ja. Im Moment habe ich hier immer noch diese Karten zu Corona-Zeiten, bitte frisch desinfiziert. So, wenn man jetzt dahin sich hinsetzt, kann man sagen, okay, man dreht das Ganze um. So, ja.
das ist so ein bisschen aus der Zeit, wo man dachte, okay, von diesen Oberflächen geht große Gefahr aus und es muss alles 100-mal desinfiziert werden, damit man sicher ist. Heute weiß man aber ja, naja, es ist schon eher eine Geschichte, die sich über Aerosole, also über Atem so überträgt, ne? Laienhaft ausgedrückt. Ja, hier ist nochmal ein Shop. Normalerweise wäre das denn hier offen und dann kann man da jetzt auch durchgehen. Das geht aber dann halt nur, wenn das Schiff nicht im Hafen ist. Ja, also im Großen und Ganzen wirkt das dann etwas besser ins Schiff integriert, als es jetzt halt so im Hafen ist. So, ja, das ist es hier eigentlich unten gewesen. Und damit haben wir das Deck 6 schon mal hinter uns. Also 5 haben wir gehabt mit dem Mark-Restaurant. Da sind ansonsten Kabinen auf dem Deck. Dann 6 ist komplett ein öffentliches Deck. 7 ist komplett ein öffentliches Deck. Und 8 ist auch noch ein bisschen oder ziemlich viel von 8 ist auch öffentliches Deck. So, wie spät ist es denn eigentlich? Oh Gott, es ist 13 Uhr. Ich war eigentlich jetzt schon verabredet hier zum Landgang. Aber es dauert heute alles länger, als man denkt. So, also wir gehen mal wieder raus. Aus der Art Bar. Vorhin habe ich gesehen, als ich dann auf der Toilette war, ist es dann doch mal ein paar Sekunden unscharf gewesen. Also Entschuldigung, es ist ja doch immer noch hier diese etwas improvisierte Version hier der Produktion. Wer weiß hier, irgendwann mal, wenn AIDA den nächsten Neubau macht, der ja frühestens 2030 kommen wird, so ist es angekündigt, der ja dann emissionsneutral sein soll. Wer weiß, dann mache ich das Ganze dann mit 10 Kameraleuten oder so. Aber so hat es ja auch einen gewissen Charme, ne? Würde ich mal so sagen. Gut, jetzt erstmal das angucken, was auf dieser Reise nicht geöffnet ist. The Cube, bald wieder für Sie geöffnet. Das ist eigentlich die Disco. Mal gucken, ob wir da reinkommen. Also nicht Anytime Bar oder D6 oder so. Mal gucken, ob da gerade, nicht, dass da eine Sitzung oder was ist, aber. Gott, schwere Tür. Sehr schwere Tür. Oh, jetzt mal gucken. Ach doch, können wir reingucken hier. Das haut hin. Also das Ganze ist eben die Disco, die momentan jetzt in Corona-Zeiten, hier machen wir ein bisschen heller, in Corona-Zeiten jetzt nicht im Einsatz ist. Ich habe hier keinen Außenbereich. Das ist ein bisschen schade jetzt verglichen mit der klassischen Anytime-Bar, so, ja, wie ich sie früher hatte auf den Schiffen, wobei D6 auf Prima und Perle habe ich auch keinen Außenbereich. Ja, so, also bekommt immer einen ganz guten Eindruck, glaube ich. Es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig für die Reedereien, diesen Raum auch, wie man so schön sagen würde, zu bespielen, dass wirklich lange auch hier ein bisschen was los ist. Und dass es nicht nur so ist, dass man da in 2 Stunden mal ein bisschen Getränke verkauft. So, schwer. So, also wieder raus hier. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Man hat jetzt hier etwas gemacht, auch ein neues Konzept. Das gucken wir uns gleich an mit AIDA Nova, die Rockbox Bar Roms. Kurzer Blick hier in den AIDA Fanshop. Also da merkt man halt, AIDA ist eine so krasse, starke Marke, dass man wahnsinnig viel Merchandising hier hat. Ne? Also das ist wirklich irre. Ja, also das ist dann alles hier. Und besagte Rockbox-Bar, wo ich jetzt überhaupt gar nicht reingehe, weil es so null, null meine Musik ist. Wobei, naja, ich will es nicht so so deutlich will ich es gar nicht sagen, aber es wäre jetzt nicht meine erste Wahl, sagen wir es mal so musikalisch. Rock ist, denke ich, da bin ich noch zu jung für, aber so, gucken wir mal rein. Ich mache es mal wieder heller. Das ist ja diese Ultra-Weitwinkelkamera, ist halt ultra dunkel. Die normale Weitwinkelkamera ist heller. So, hier gibt es dann ja nicht nur die Möglichkeit, was zu trinken, auch sympathisch hier für Kaffee-Junkies. Selbst hier in so einer Rockbar gibt es eine Kaffeemaschine. Kaffee immer aus dem Vollautomat, kein Siebträger auf dem ganzen Schiff vorhanden, leider, aber oh Gott, jetzt wird es dunkel hier. Wo ist das Schlagzeug? Nicht, dass ich versuchen will, damit zu spielen. Es ist wirklich, ach so, jetzt müsste man, kann man nicht irgendwie Licht anmachen? Nee, keine Ahnung. Gott. Also, so Kaffee, ach so, kein Siebträger. Also wer so Kaffee-Freak ist, Kaffee-Junkie, nicht so wie bei Costa, da ist natürlich für die Italiener, die würden sagen, spinnt ihr, Vollautomat. Aber es ist natürlich so, dass hier den meisten das, glaube ich, ziemlich egal ist, wo der Kaffee rauskommt. Das ist hier nicht, wir sind ja nicht nebenan hier auf der Europa 2. Da gibt es auch nicht überall Siebträger. Da gibt es, glaube ich, nur 2 Siebträger im ganzen Schiff. Aber gut, so, das sind die Nerd-Themen hier für Kaffee-Fans. Ich meine, ich habe zu Hause auch keinen Siebträger. Ein Freund von mir hat eine Siebträgermaschine, mega unkomfortabel, weil das total kompliziert ist damit. Also da brauchst du schon einen Barista halt eigentlich.
So, dieses Casino, es ist mittlerweile komplett automatisiert. Ich bin nicht sicher, wie es auf der Nova war, aber man ist in der Zeit immer mal mit dem Laufe der Jahre immer weiter davon weggegangen, hier noch bemannte oder befraute Spieltische zu haben. Ja, sondern ist es mittlerweile so, dass das wirklich nur noch so Automaten sind. Aber gut, es ist am Ende eine wirtschaftliche Entscheidung. Münzschieber gibt es auch. Wer erinnert sich noch an das legendäre Münzschieber-Experiment, wo ich da, was weiß ich, 150 Euro habe ich reingehauen und wollte gucken, wie viel noch wieder rauskommt. Das war, glaube ich, doch mehr, als ich dachte. Oder war doch die Hälfte am Ende weg? Ich erinnere es nicht mehr. Ja, also Casino. Ja, am Ende guckst du halt immer, wie setze ich eine Fläche auf dem Schiff ein und so. Und ja, hallo. Freundliche Crewmitglieder, ist mal gut. So, wir kommen zur Streetfood-Meile. Hier gibt es die scharfe Ecke. Die schärfste Currywurst auf den Weltmeeren sozusagen. Ja, und das ist dann meistens geöffnet so von 12 Uhr bis 24 Uhr. Das gibt es hier. Und ja, Brot und Stulle im Moment nur tagsüber geöffnet. Ich weiß gar nicht, ob das immer so ist auf Einreisen. Also hier bekomme ich dann so Dinge wie Schokobrötchen, Vollkorncroissants, Apfeltasche. Dann ab mittags ein Sandwich des Tages. Das ist, glaube ich, der Geheimtipp. Mittags das auf jeden Fall. Hallo? Das auf jeden Fall probieren. Guck mal, ich bekomme Brezeln. Und dann habe ich hier Brötchen, belegte Brötchen. Das sieht alles sehr schön aus. Ist ein bisschen der Nachteil hier jetzt. Es ist ein bisschen so, dass die ein bisschen labbrig sind unter Umständen, weil sie da schon ein bisschen liegen. Und du hast hier eine hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber generell sehr lecker. Und was ich hier auch habe, den Döner. Und was hier für mich jetzt hier der Tipp wäre, ja, als so ein bisschen Hobby-Vegetarier oder was, ich finde dann auch Falafel ganz lecker. Also Hobby-Vegetarier. Möchte gern Vegetarier, keine Ahnung. Ich esse durchaus ganz gerne vegetarisch und gerade so bei so Sachen, also in Hamburg zum Beispiel beim Türken, würde ich es mal so allgemein ausdrücken, da esse ich eigentlich nur noch vegetarische Sachen. Döner so klassisch esse ich irgendwie nicht mehr, aber ich denke, ach komm, waren wir nicht hier schon? Na gut, es sieht halt sehr ähnlich aus da. Wir sind ein höher. Auf 7. So, hier ist dann wieder eine Bar. Es ist dann im Großen und Ganzen wieder sehr ähnlich angeordnet wie eben auf 6. Ja, es ist halt, vielleicht muss man sich auch so ein bisschen davon verabschieden, wenn ich vorhin sagte, so, man hat nicht immer so die besten Plätze. Weil teilweise hast du hier nur so Stehplätze. Da lehnt man sich so gegen. Ist nicht so ungemütlich tatsächlich. Ja, oder man ist so, man lehnt sich so mit der Seite und denkt so, ach ja, komm, alter Mann. Ja, nee, das ist so schlecht nicht, muss ich wirklich sagen. Man muss sich vielleicht ein bisschen davon verabschieden, von diesem Anspruch, immer die besten Plätze haben zu wollen. Ich glaube, manche sind auch zufrieden, wenn sie irgendwie hier sitzen, ein bisschen was trinken und dann gucken sie immer mal so auf den Bildschirm, ja, weil da ist natürlich dann die Show auch zu sehen. Also ja, man muss sich vielleicht wirklich ein bisschen davon verabschieden, von dem Gedanken Theater oder so, oder verabschieden von dem Gedanken, dass nun jeder immer einen Platz bekommen sollte, von dem er 100% gehen kann. Kurzer Blick hier in einen meiner Favoriten hier an Bord, das neue Beach House Restaurant. Das ist ein Programm, ein Restaurant mit Bedienung. Ursprünglich hatte man mal gedacht Selbstbedienung, aber hat man dann doch gesagt, nee, machen wir doch mit Bedienung. Hier war auf AIDA Nova, bei der Probe war offen, schade. Bei der Probe, also hier war der Escape Room, also da konnte man so ein Escape Game machen, da musste man so finden, wie kommt man aus dem Raum wieder raus. Und da ganz hinten, was wir da jetzt sehen, da war die Kochschule. So, hier bekomme ich ja leichte sommerliche Küche, sagt man. Und so ist das Ganze auch designt. Das war wohl die Idee, haben mir mal die Architekten erzählt, dass die AIDA vorgeschlagen haben, Mensch, wie wärst du mit einem Strandrestaurant? Und dann hat AIDA gesagt, so jawohl, machen wir. Ja, also die haben ja dann auch manchmal Ideen, so die Architekten. Und ja, man hat halt erst gedacht, so Buffet-Restaurant, jetzt hat man so ein Hybridmodell. Also eigentlich bestellt man alles, aber hier vorne gibt es zum Beispiel so Salate, so ein bisschen fancy mit, wie heißt das, ist es Tahini oder Tahini? Ja, voll der Laie schon wieder hier, diese Sesampaste oder was, sowas, also ein bisschen Hummus und solche Dinge. Ja, also man arbeitet hier mit der Foodbloggerin Felicitas Thehn zusammen, die hat hier viele Gerichte dafür erstellt. Also mein Tipp wäre, falls auf eurer Reise vorhanden, bestellt die Dorade, wenn ihr Fisch mögt. Das war schon richtig cool und das sieht halt auch, wie die Teller, wie das alles gemacht ist und so. Da ist man schon auf einem überraschend hohen Niveau unterwegs, denn wir müssen uns ja auch noch mal vergegenwärtigen. Ich meine, wir sind ja mit AIDA durchaus auch jetzt in so einem Segment unterwegs, wo man teilweise sagen würde, naja, das ist Preiseinstieg für Kreuzfahrten. Ne?
Das sind somit die günstigen, auch wenn ich natürlich auch eine Suite buchen kann für sehr viel Geld. Aber ja, und dementsprechend ist es natürlich so, Preiseinstiegssegment, dass es natürlich so ist, dass ich jetzt hier gerade, was Essen angeht, jetzt nicht so äußerste Perfektion erwarten kann. Da habe ich also dann hier meine Bausatztorten, also auch hier wieder würden die dann irgendwann auftauchen später. Und ja, natürlich weiß man auch, dass gewisse Dinge, die würden wahrscheinlich theoretisch besser gehen, aber es ist halt so, dass man sich auch immer mal fragen muss, okay, man macht das Ganze ja nicht für Leute wie mich, sondern man macht es letztlich für die Mehrheit des Gastes. Und wenn die Mehrheit des Gastes, der Gäste sagt so, ach, damit sind wir zufrieden und alles super, dann, ja, dann passt es doch, ne? So, hier auch nochmal, hallo, Gastauftritt nochmal. Hier ist es also so, hier kann ich wieder dann weitere Kreuzfahrten buchen. Ja, zumindest dann nachher wieder heute Nachmittag, weil halt wirklich sehr viele draußen sind. So, ja, also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt zu verstehen, dass natürlich auch so Leute wie ich, die sind natürlich dann immer geneigt zu sagen, so, bup, 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 das geht aber besser, das geht aber besser. So, ja gut, als Unternehmen musst du natürlich immer gucken. Du machst es ja nicht jetzt ausschließlich für mich und ich meine, der Oberchefkoch von AIDA, das ist ja ehemaliger Sternekoch, ne, Günter Kroak, der weiß natürlich auch, gewisse Dinge könnte man in Perfektion anders machen, aber das ist nicht der Anspruch. Der Anspruch ist, dass, was weiß ich, 95% der Leute sagen, ach, ist doch gut so. Wenn jetzt 5% der Leute sagen so, dann sagt man, naja, komm, aber das ist jetzt viel zu aufwendig für diese 5% da jetzt irgendwie noch einen Aufwand zu treiben. Doppelt gemoppelt. Ja, ihr wisst, was ich meine und dementsprechend, ne, es ist dann halt so, dass der Masse gefällt, so, das ist das Wichtige. Nicht das einzelnen Feinschmeckern, so, das ist natürlich immer so eine Sache. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen, auch wenn man da anspruchsvoll ist, wie ich eigentlich durchaus, ist man hier durchaus hier und da wirklich sehr gut bedient, siehe Beach House. So, French Kiss, die Bar. French Kiss ist ein französisches Restaurant oder eine französische Brasserie vielmehr. Ja. Und das ist jetzt hier die Bar, die da angegliedert ist, weil man gesagt hat, okay, man hat ja ein bisschen Fläche davor. Und so, also guck mal, wenn man jetzt hier Familienfeier hat, kann man hier das Ganze zumachen. Ich weiß gar nicht, ob das so vorgesehen ist, aber das ist natürlich schon ein bisschen komisch hier. Ne? Also ich meine, es wäre komisch, da so mit dem zugezogenen Vorhängen, so, weil wenn man so fürs erste Date vielleicht, ich weiß gar nicht, ist das denn da? Ist da denn da überhaupt? Da doch, Licht ist drin, ja. Ach doch, und hier eine interessante Lampe. So, jetzt also die Brasserie. Es ist so, da sollte man nicht irritiert sein, dass das hier durchaus an Laufwegen ist. Das ist jetzt hier also nicht so die Gelegenheit hier fürs Candlelight-Dinner an der Stelle, sondern das ist halt eher so, man ist hier irgendwie mitten in Marseille auf dem Marktplatz so, ne? Und hat dann hier eben ja, die Möglichkeit, abends schon serviertes Menü zu bekommen. Reisepreis inklusive, Getränke kosten extra. Ich kann hier aber auch nachmittags Kuchen essen. Der Kuchen ist, das sind hier nicht die Bausatztorten, sondern hier sind es so richtige gebackene Kuchen. Also das wäre hier, ohne sie jetzt dieses Mal schon gegessen zu haben, aber das wäre dieses Mal so der Tipp hier für Kuchenfreunde. Und was man auch sagen muss, ein weiterer Geheimtipp, wo ich vorhin da so ein bisschen sagte, so, oh, na ja, die Streetfood-Meile, da hat so ein bisschen das Problem, dass diese Backwaren da nicht so recht knusprig sind. Diese Baguettes kommen aus diesem Ofen und hier werden dann nachmittags so à la minute Baguettes irgendwie geschmiert, was weiß ich, mit Käse und anderen extravaganten Dingen, nein, also unterschiedliche. Und das ist schon richtig gut. Ne? Also da ist von der Qualität, das ist richtig gut. Ach ja, komm, und hier sind sie jetzt, die gebackenen Tarts. Ich glaube, früher hatte man so kleine und jetzt hat man so große, wo man dann so ein Stück davon nimmt. Aber das ist so für mich, das wäre so der Tipp, jetzt abseits der Bausatztorten, was es hier noch gibt. Macarons natürlich nicht im Preis enthalten, die kosten extra. Aber ja, diese Baguettes hier am Nachmittag, das ist ein guter Snack. Also das habe ich auf meiner letzten Reise mit der AIDA Nova gemacht, weil dieses Mal bin ja noch zu gar nichts gekommen. Essensmäßig, ich bin 8 Tage da, du kommst wirklich zu nichts. So, hier, Best Burger at Sea. Das erinnert so ein bisschen hier, es gibt ja diese eine Burgerkette, wo so Baumstämme und so sind, die hat man jetzt hier nicht. Man hat das Ganze hier jetzt nur so in, ja, in Bildform sozusagen. Aber das ist halt vom Spiel, ist das halt richtig gemacht wie so ein Burgerrestaurant an Land. Ne? Also da hat man schon hier den Eindruck, man kriegt da richtig was. Ich meine, Burgerrestaurants an Land haben ja mittlerweile die Eigenschaft,
wenn es nicht gerade McDonald's ist, aber so diese richtigen Burger-Restaurants, wie so Ketten. Ne? Wir haben zum Glück Peter Pane, sowas, das ist ja wirklich richtig teuer geworden. Da zahlst du locker über 10 Euro für so einen kleinen Burger mit Pommes und so. Und das heißt, du hast das hier, also das ist hier nicht auf einem anderen Level, muss man sagen, was du hier kriegst. Natürlich auch noch hier mit Vorspeise und Nachtisch und so. Also das ist schon auch richtig gut. Essen inklusive Getränke wieder nur gegen Aufpreis, ist er denn. Man hat möglicherweise ein Getränkepaket. Oceans hat man eingeführt auf Aida Nova. Da hatte man damals noch so da getönt, oh, fangfrischer Fisch. So, da war das Marketing, war dann natürlich sehr schlau, weil sie, oder das war natürlich sehr vollmundig, fangfrischer Fisch. Ich meine, gut, auf der anderen Seite, wenn er zwischendurch eingefroren ist, kann man das dann auch vielleicht als fangfrischen Fisch bezeichnen, weil er wurde ja vor dem Einfrieren, war er ja fangfrisch. Also ja, es ist natürlich so, das, was ich auf Schiffen bekomme an Fisch, ist sagen wir, 85% der Fälle ist es gefrorene Ware. Selbst teilweise im Luxussegment, wobei ich dann da versuche, teilweise noch lokal zuzukaufen. Ja, also ja, hier liegen dann gerne mal so Fischbrötchen oder so. Was allerdings so ist, man soll jetzt da nicht einfach dann hingehen und sich bedienen, sondern das ist eigentlich nur, wenn man hier einen Platz hat, den man reserviert hat, Essen inklusive Getränke extra. Und da soll man jetzt nicht einfach so, wenn man jetzt nur einen kleinen Snack will, dann sind diese Fischbrötchen eigentlich nicht da zum Konsum gedacht. Also, wobei es würde sich eigentlich auch anbieten, wenn ich abends nur Lust habe auf ein Fischbrötchen und will mich gar nicht hinsetzen. Ich meine, gut, ich weiß nicht, was Sie sagen, wenn man da einfach hingeht und sich eins nimmt, aber so ganz ist es, glaube ich, nicht vorgesehen. Ach so, ja, guck mal, nicht ganz unwesentlicher Punkt. Rettungsboote gibt es natürlich auch. Die sind schon ein bisschen größer. Ihr könnt hier, kann man die Zahl lesen hier, 462 Personen. Da ist natürlich dann nichts mit Abstand. Das wird schon eng, ja. Aber gut, das ist ja in dem unwahrscheinlichen Fall eines Notfalles. Da ist man ja froh, wenn man überhaupt einen Platz hat. So. Aber 462, meine Güte. So, hier ist die Küche einmal. Das Ganze ist so offen gestaltet. Das ist sicherlich auch tendenziell eher was Ungewöhnliches bei AIDA, dass du gar nicht so... Du hast natürlich auch eine große Hauptküche, aber die ist eher so wie, ich sag mal so, wie so eine Küche für einen Partyservice. Du hast da jetzt nicht irgendwie eine Möglichkeit, Teller anzurichten oder so. Dafür gibt es aber halt in diesen ganzen Restaurants, wie Beach House oder wie hier oder French Kiss oder, oder Mamma Mia, was wir später noch sehen, da gibt es halt überall, Küchen nochmal, wo eigentlich dann da so gekocht wird. So. Also, wir verabschieden uns hier aus dem Oceans. Auch hier wieder gilt, man sitzt halt teilweise so an Laufwegen oder was. Es ist dadurch eine insgesamt eher quirlige, lebendige Atmosphäre. Wenn man es positiv ausdrücken will, wenn man es etwas negativer, würde man sagen, wuselig oder so. Ja, und dann da. So, hello. Guck mal, hier ist jemand. Washi, washi, thank you. Hände ist wichtig. Ein Blick hier nochmal in dieses Yachtclub-Restaurant. Ja, hier, das ist jetzt wieder im Grunde alles ähnlich, ja, was hier nun so, das ist alles ähnlich, was so das Essen angeht, zum Mittag, wie gesagt. Aber auch hier gilt, wunderschöne Gestaltung hier mit diesen ganzen Geschichten, ja, also, aber am Ende hier unseren Zimtpudding mit Zwetschgenkompott, den wir vorhin hatten, den haben wir jetzt hier auch, die warmen Sachen, ach, übrigens, ja, die Pommes, ne. Das ist natürlich wirklich was Pommes. Sie haben genau, das sind die perfekten Pommes. Sie sind nicht so dünn, sie sind nicht so dick, sie sind die perfekten. Muss ich aber mal so sagen. Wobei ich bin gar nicht so oft hier im Buffet, weil man so x andere Möglichkeiten hat. Und so, wir versuchen das mal hier wieder ein bisschen diskret alles zu filmen. Man hat so ein bisschen hier das verändert hier. Das waren irgendwie noch so Bildschirme auf der Nova. Das ist jetzt so, dass es... Ja, das ist jetzt wieder dieses, wo ich vorhin schon nicht sagen konnte, wie man es eigentlich ausdrückt. Beleuchtetes Glas, würde ich mal so laienhaft sagen. So, hier ist es so, ja, dass man nun einen sehr bequemen Stuhl hat. Das ist auch alles ein bisschen moderner von der Gestaltung. Nicht mehr so, also Marktrestaurant und das andere, Belladonna, das ist eher ein bisschen konservativ alles, aber hier schon so ein bisschen fancy, Yachtclub, ja. Meine Yachtclub gibt es auch bei MSC und auch auf der Europa 2, das Bedienrestaurant, aber das hat natürlich, das Buffetrestaurant, aber das hat natürlich nichts hiermit zu tun. So, wir schauen jetzt mal hier wieder nach draußen. Denn es ist so, diese Schiffsklasse
Das war allerdings auch schon so bei Prima Perla so. Diese Schiffsklasse hat auch hier auf den unteren Decks doch Außenfläche. Das ist dann ja so Lanai-Deck oder so, würde man das Ganze, nennt sich dann das Ganze. Und das heißt, ich habe hier auch so ein bisschen Außenbereich, wo ich essen kann. Und habe aber vor allem diese Bar. Ach so, ja. Oh, ich darf die Maske abnehmen. Halleluja. So, das war der Blick, den wir hatten, als ich auf Aida Nova war über Silvester und 5 Tage hier in Lissabon lag und wir konnten nicht auslaufen, weil Personal fehlte aufgrund von Corona. Immer mit Blick auf die Brücke. Gibt aber ehrlich gesagt schlimmere Orte. Ne? Also sicherlich hier, was Außenbar angeht, ein Favorit von mir, muss ich wirklich sagen. Ich kann fast die Sonnenbrille wieder aufsetzen, aber das ist schon richtig gut. Teilweise darf geraucht werden, wie man hier sieht. Hier beginnt dann aber auf der Seite die rauchfreie Zone. Ne? Ja, also mit diese Trichtergeschichte, ja, ich finde, es sieht gut aus, auf jeden Fall. So. Also, jetzt heute entspannt leer. Und da gehen wir jetzt mal weiter. Achso, hier dürfte man jetzt auch essen. Also ich glaube, hier kann man jetzt auch essen, wenn man hier aus dem Yachtclub kommt. Wobei hier wäre, glaube ich, besser. Das sind dann eher diese Bereiche hier. Ja, also das ist dann hier. So, hallo. Welcome on YouTube. So, siehst du, das Personal freut sich. Die Essenden wollen wir nicht so zeigen. Ach so, ja genau, hier ist der berühmte Tischwein on the rocks sozusagen. Der ja nun Reisepreis enthalten ist. Hallo. So. Also, haben wir das hinter uns gelassen. Also, Außenbereich ist durchaus vorhanden hier zum Essen. Und jetzt gehen wir hier hoch auf 8. Ja. Ah, es ist aber auch ein traumhaftes Wetter hier heute. Also, jetzt müssen wir wirklich, glaube ich, die 20 Grad geknackt haben. Vorhin war es noch ein bisschen kühler, aber jetzt haben wir die 20 Grad geknackt. So, jetzt könnte der Andreas hier wieder mit dem Getränk irgendwo stehen. Jetzt habe ich nämlich Durst. Ja, man hat hier so ein bisschen eigenwillig diese, das sind, was ist das jetzt? Das ist jetzt, ich glaube, Verandakabine, also das sind diese Kabinen, die so eine spezielle Lounge, nee, das sind jetzt welche ohne Lounge. Hier ist die Lounge, also das sind so Kabinen, die haben so einen Bereich noch, bevor der eigentliche Kabinenbereich kommt, da ist noch so dazwischen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr ungewöhnlich, dass man so dann diesen Strandkorb davor hat und so, da muss man immer ein bisschen gucken, ob man diese Kabinen auf Deck 8 so möchte. Ne? Also auch hier, wo man jetzt dran vorbeigeht. Ich meine gut, im Idealfall müsste man da irgendwas verkaufen, setzt man sich hin und sagt so 3 Euro oder was, ja. Aber ja, gut, das ist jetzt sicher nicht so. Ist immer eine Sache des Preises. Ne? Da oben sind ähnliche Kabinen, auch mit so einer Lounge drin. Die haben dieses Problem natürlich nicht. So, ich wohne da oben irgendwo. Stimmt das? Nee, wir sind hinten. Ich bin ja vorne. Wo man da auch gucken muss, Deck 17, das sind diese Kabinen direkt unter dem Überhang. Das ist etwas, was ich unter Umständen auch nicht empfehlen würde. Man sieht hier, dieser Überhang ist nicht überall, ja, aber das ist was man sich genau anschauen sollte. Die hatte ich nämlich einmal, so eine Kabine da auf 17 mit Überhang. Das war jetzt nicht ganz so doll, ehrlich gesagt. Also jetzt bin ich auf 15 unter dem Überhang. Da ist alles super. Also bin zwar auch irgendwie jemand, der sagt, ich muss jetzt gar nicht die ganze Zeit Sonne haben, aber so ein Überhang will man da, so ein Dach so direkt davor will man irgendwie auch nicht haben. So, hier gibt es jetzt den neuen Barbecue-Grill. Oder aber, ja, die Location ist jetzt an sich auch nicht wirklich neu, aber man hat die hier nochmal mit einem neuen Konzept versehen. Und hier gibt es dann irgendwelche Ribs und Lachs und also so ein bisschen auch Fancy-Gerichte. Ne? Also man hatte hier auf der Nova Hotdogs und Pommes und ja, hier ist es jetzt wirklich ein bisschen fancy, was man hier hat. Also das sind meines Wissens auch Gerichte, wo man da mit Felicitas Teen zusammengearbeitet hat und wo man die Speisekarte sieht und so denkt so, Mensch, Donnerwetter. Also das muss man wirklich sagen, es hat sich halt bei AIDA mit dem Essen doch einiges getan jetzt im Laufe der Jahre. Das muss ich wirklich sagen. Das ist immer schön, das auch mal zu sehen, dass es so auch positive Entwicklungen irgendwo gibt. Ne? Weil häufig hat man damit zu tun, dass Sachen irgendwie schlechter werden oder so, aber das ist hier mit dem Essen nicht so. Außenbereich hier vom Steakhouse, Churrascaria, gucken wir uns gleich noch von der anderen Seite an. Ach so, und da hinten war noch Außenbereich, wo ich gerade dann vorbeigegangen bin, vor dem Barbecue-Grill, Außenbereich vom Brauhaus. Ja, so, man kann jetzt hier relativ weit lang gehen, aber irgendwann ist dann Schluss. Jetzt kommt gleich noch so ein Outdoor-Gym.
Denn es ist natürlich auch wichtig, wenn man jetzt nicht wie ich den ganzen Tag hier auf dem Schiff rumläuft, sondern wenn man jetzt nur sitzt, ist vielleicht mal wichtig, ein bisschen Sport zu machen. Also muss natürlich jeder selber wissen, aber ja, ich habe das früher auch nicht gemacht. Aber so, wenn man jetzt zunehmend älter wird, da denkt man so, oh Gott, jetzt versucht man noch zu retten, was zu retten ist. Ja, also jetzt denke ich da auch ein bisschen anders drüber und habe jetzt jeden Tag mich irgendwie entweder bewegt oder war im Fitnessstudio. Aber erstmal kommen wir zum Minigolf. Das Ganze, wenn man es möchte, kostet extra. Dafür ist es aber auch ganz schön. Ich erinnere mich noch, ich glaube, man hatte das... Wo waren diese Bahnen denn so wahnsinnig hässlich? Auf Prima Perla, glaube ich. Und hier hat man nun extra hier ein internationales Architektenteam, spezialisiert auf Minigolfplätze, hat man jetzt hier nun austoben lassen. Ja, und jetzt sieht das Ganze auch ganz ordentlich aus. Ja, das ist natürlich was Kinder gerne machen. Und hier kann man nicht etwa den Abschlag üben. Ja, Grüße an Arne Brauer, sondern man das Putten, so, also wie man den Ball da reinbekommt. Ach, guck mal, da ist sogar ein Ball. Das ist doch mal nicht Sinn der Sache, dass der hier liegt, oder? Naja, gut. Meine Güte, es ist richtig heiß. Halleluja. Oh. So, hier kann man sitzen. Also wirklich richtig groß hier, die Fläche. Also an Fläche, also scheint es jetzt so belegt, jetzt mit 3.100 Leuten nicht zu mangeln. Wenn jetzt doppelt so viel da sind, müsste man noch mal gucken. Hier ist jetzt auch keiner in unserem Outdoor-Gym. Man kann sich da sogar eine App für runterladen. Das ist natürlich immer als technisch interessierter Mensch, habe ich das mit großem Interesse gesehen, dass es offenbar eine App gibt hier von dem Hersteller. Also wer hier Sport machen will hier draußen, der soll sich die, wie heißt das, die Compan Cardio App runterladen. Gesundheit. So. Ja, dann gucken wir nochmal weiter. Dahin geht es nochmal weiter. Also das ist wirklich schon so, dass man sagen würde, groß, ja, dieses Ganze. Und da hinten sind wir dann aber letztlich irgendwo, wo es dann nicht mehr weitergeht. Also ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, ach so, hier vorne, ja. Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, warum ist denn jetzt hier schon gesperrt? Nur berechtigte Crew darf hinein. Okay. Ja, ist vielleicht Crewdeck hier. Also ich habe nicht die Möglichkeit, einmal ganz rumzugehen. Das geht nicht so. Ne? Sondern einfach nur mal an der Seite hier hoch. So, auf der anderen Seite ist quasi, weil ich glaube, jetzt sind wir so in der Höhe, wo ich auf der anderen Seite bin, da ist dann nämlich der Außenbereich vom Spa. Spa werden wir nicht groß sehen können, kann ich schon mal sagen. Siehst du, guck mal, jetzt habt ihr so lange geguckt und kriegt das Spa gar nicht zu sehen, aber... Ach so, ja, jetzt hätte ich natürlich die Maske schon mal vorher aufsetzen können, weil es geht ja jetzt rein. So, bevor wir da... Wobei im Fitnessstudio, muss man sagen, ist natürlich... Oh, warm. Ist natürlich keine Maskenpflicht jetzt beim Sport. Wobei, ich habe da auch so eine Dame dann gesehen mit... Na, Sesam, öffne dich. Hab dann auch so eine Dame gesehen mit FFP2-Maske auf dem Laufband. Oh. Da habe ich nur gedacht, meine Güte, die Arme. Ja. So, Sport heißt hier zu, ich würde mal sagen, 85% der Fläche Ausdauergeräte. Ja, weil das ist wahrscheinlich, mag dann so dieses Bedürfnis sehr hoch sein, weil man denkt, komm, ich habe so viel gegessen, ja, jetzt... Jetzt will ich mir das Ganze wieder abtrainieren. So. Also deswegen Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Und erst da hinten kommt dann so ein bisschen Kraft. Aber wirklich, ich würde mal so vermuten, 85% der Fläche sind wir hier eigentlich mit Ausdauer. Ja, Ausdauer, ich mache dann immer so hier die Königsklasse. Nein, das ist eigentlich so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen das Anstrengendste, nämlich das Laufen auf dem Laufband. Weil ja, diese Cross-Trainer, ich weiß immer nicht, ob der so toll ist. Ja, also hier jetzt ein bisschen Kraft. Wobei durchaus auch ein, nennt man das Rack, also so tief bin ich jetzt noch nicht im Thema, aber so ein Ding hier, wo ich dann auch hier meine Freihanteln, das sind ja keine Freihanteln, wo ich hier, das ist eine Langhantel und da sind Freihanteln. So, also alles da. Hammer Strength. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier reinkommen. Da ist nämlich der Kursraum. Na, kommen wir gerade rein. Sehr gut. Ah, also hier nochmal der einzige Kursraum in Fitnessstudios, in dem Bäume wachsen. Sowas. Also hier werden dann Dinge angeboten wie Yoga, wie Pilates, würde ich mal behaupten. Ich habe auf dieser Reise nicht einmal hier auf den Plan geguckt. Aber mal gucken, was ist heute? Was ist heute? Heute ist der 17. Also man hätte jetzt hier irgendwo 17. Also warum ist es nicht scharf?
Gott, ich habe wirklich hier ein, so jetzt aber. Aerobic, Full Body Workout, Mobility Training, Teens Power und so weiter. Bauch muss weg. Guten Morgen, AIDA. Also da wird reichlich angeboten. Die Schärfe, das macht mich wahnsinnig. Nicht, dass der ganze Rundgang gar nicht geklappt hat, weil es alles nicht scharf ist. Aber so, Kursraum Nummer 1. Dann habe ich hier einen Cycling-Raum. Wobei es teilweise so ist, dass jetzt in Corona-Zeiten werden diese Cycling-Bikes in dem großen Raum genutzt. Habe ich mir auch erklären lassen. Cycling eigentlich im Preis enthalten. Es gibt aber teilweise Events, wie so zweistündiger Event oder so, wo man dann mal sagt, so okay, das kostet dann einen Aufpreis. Habe ich auch bei AIDA Nova hier auch schon gemacht, Indoor-Cycling. So, hier ein bisschen versteckt, insofern ist, weil du halt im Spa brauchst ja keine Laufkundschaft, das kannst du ruhig ein bisschen verstecken. Hier ist dann das Spa mit Sauna und so weiter, mit Behandlungskabinen und so, das Ganze natürlich gegen Aufpreis. Hallo. So, da gehen wir zurück. Also das ist was, was bei AIDA mittlerweile flottenweit so ist, dass die Sauna flottenweit gegen Aufpreis genutzt werden kann. Das war halt früher mal anders. Ja, früher war es eben so, dass die Sauna grundsätzlich immer frei war und da hat man sich erst sehr spät getraut zu verabschieden. Das ging dann mit AIDA Prima los. Da hat man dann mal angefangen, AIDA Perla, AIDA Nova und dann hat man irgendwann gesagt, so, oh, jetzt aber alle. Hat so ein bisschen den Vorteil, dass es dann da nicht überfüllt ist, weil man es natürlich auch steuern kann, weil ansonsten ist es natürlich so, komm, jeder kann da rein und so. Also man hat jetzt ein bisschen mehr, das ist die Hoffnung, etwas mehr Steuerung, ja, dass nicht allzu viel da jetzt reinkommen. Wir sind, wie gesagt, auf Deck 8. Hier kann ich Ausflüge buchen, unter anderem ja auch die von mir durchaus geschätzten Fahrradausflüge. Da hinten ist ein Golf-Counter. Ja, guck mal, die haben jetzt neuerdings, nutzen sie so sogenannte Bambus-Bikes, auch sehr interessant. Was es alles gibt hier. Kieler Firma, wenn ich es richtig erinnere. So, hier ist Friseur und Nails-Spa. Ja, das ist einmal hier. So, der Shop ist gerade geschlossen, aber ist jetzt trotzdem hier geöffnet. So, und dann wollen wir mal gucken. Mensch, das geht ja doch wieder lange hier. Hier ist schon wieder, das sieht jetzt alles sehr ähnlich aus, als wäre ich hier schon gewesen. War ich aber nicht. Das sieht halt einfach nur hier identisch aus auf Deck 8. Hier ist also wieder die Möglichkeit, Reisen zu buchen. Und, ja, sind wir ehrlich, hier sieht es letztlich jetzt auch ähnlich aus hier, was diesen Lounge-Charakter angeht und so diesen erweiterten Teil hier vom Theatrium. Hier sind gerade Proben am Start, denn man hat das so ein bisschen verändert. Früher war es so, diese Shows wurden in Hamburg einstudiert und der Kuchen ist immer noch nicht da. Dafür Kaffee Mare hier mit Kaffee mit Starbucks-Bohnen. Viele schätzen das ja, mir ist es da jetzt nicht so geil. Also früher hat man die Shows in Hamburg einstudiert, das hat man nun geändert. Jetzt werden die Shows auf den Schiffen einstudiert. Also geprobt hat man schon immer, aber sie werden halt jetzt hier auch einstudiert. So, das Ganze ist wahrscheinlich, würde man schon als Sparmaßnahme, denke ich, bezeichnen. Weil man sagt, na komm, für die Leute ist fast egal, was sie da, wo das nun probiert wurde, ob man es hier macht oder so. Und da sind natürlich die Unternehmen immer am Gucken, wie sie Dinge verändern, verbessern können, für sich jetzt verbessern können. Hemingway Lounge, das ist normalerweise die Bibliothek. Ja, ein Begriff kennt man auch von älteren Schiffen von AIDA, Hemingway Lounge. Es ist halt jetzt so hier, dass die Bücher jetzt noch nicht so da sind, weil man halt fürchtet, okay, Corona-mäßig und überhaupt. Ja, guck mal, das ist der Running Gag hier, dass er immer dabei ist. So. Also die Starbucks-Bohnen, das ist jetzt keine echte Starbucks-Filiale, sowas gibt es auch teilweise auf dem Meer, sondern das ist einfach nur so eine Kooperation, dass man halt sagt, wir kaufen da die Bohnen und die Tassen und so weiter und darf dann sagen, we proudly serve Starbucks, aber es ist kein echter Starbucks, wenn man so will. Aber das ist ein Insider. Vinothek, ja hier, gibt es ja auch schon lange auf den Schiffen und wenn ich nun sage, okay, der Tischwein ist es jetzt für mich nicht gewesen, weil vom Tischwein muss ich weinen, dann ist man hier in der Vinothek sicherlich richtig. Ja. So, unter Umständen findet man da auch jemanden, der sich ein bisschen auskennt mit Wein. Und dann hier die Churrascaria, wahrscheinlich auch wieder abgeschlossen. Wir sind ja Kummer gewöhnt jetzt hier, ja tatsächlich. Also Steakhouse, springen wir einfach mal ran. Da gibt es auch teilweise einige Male auf so einer Reise, stand jetzt noch Rodizio.
Das war eigentlich ursprünglich, glaube ich mal, die Idee, dass es halt eher so ein mexikanisches Steakhouse ist. Tatsächlich mit so einem Fokus eher auf so Rodizio, was ja heißt, man kommt da mit Spießen und so vorbei. Ich meine, dass man das jetzt seltener macht, als es ursprünglich mal gedacht war. Oder es kann damit zusammenhängen, dass das Schiff nicht so voll ist oder. Also jedenfalls machen sie da beides. Du hast also ein normales Steakhouse oder aber dann und wann eben diese Rodizio-Abende. Ne? Ich bin immer gar nicht so der Freund von Rodizio, weil ich ja so ein bisschen versuche, weniger Fleisch zu essen. Und das ist dann immer so eine, ja, dann, man isst dann schon sehr viel Fleisch. Also ich versuche nicht so über 700 Gramm zu kommen in der Woche. Also so, ja. So, jetzt. Hier kostet das Eis so viel wie vor 20 Jahren in Deutschland. 1 Euro die Kugel. Das ist hier hausgemacht. Hausgemacht ist aber wie bei einer Eisdiele. Heißt es jetzt natürlich nicht, dass da jetzt jemand die Vanilleschote ausgekratzt hat oder so, sondern das ist immer so bei den meisten, bei fast, also ich würde sagen, bei gefühlt 80-90% der Eisdielen ist es natürlich so, dass man damit mit fertigen Mischungen oder so arbeitet. Die rührt man dann an. Ja, also das ist natürlich ja, so ein bisschen, hallo. So ein bisschen, hallo. Hi, hallo. Welcome on YouTube. Oh, YouTube. Und hier sind die besagten Bausatztorten. Aber sie sehen zumindest sehr fix. Sie sehen zumindest also sehr unterschiedlich aus. Aber ich glaube, der Vorteil ist, da kann halt eine Person kann sehr viele von diesen Torten da produzieren und es ist ein überschaubarer Arbeitsaufwand. Ja. Also hallo, also Eisbar auf jeden Fall. Ein netter Ort. Also wie gesagt, natürlich wird das irgendwie mit Mischung gemacht, aber das wird es in 80-90% der Eisdielen auch. Das finde ich mal so ein bisschen schade bei den Eisdielen an Land, die ja deutlich teurer sind. Ich meine, hier kostet die Sahne 40 Cent. Dann würde man sich fast welche einpacken und mit nach Hause nehmen. Aber ja, auch bei Eisdielen an Land, man weiß halt meist nicht so richtig, mit welchem Aufwand wurde das Ganze produziert. Ja, weil du halt auf der einen Seite eben die hast, die meisten, die jetzt mit der Mischung das selber machen. Oder dann hast du wirklich welche, die machen wirklich, die schmelzen da die Schokolade noch und so. Ne? Also das ist so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen schade. Aber das Eis ist hier sehr, sehr gut. Ich kann sehr empfehlen. Man hat auch im Buffet-Restaurant Eis, aber ja. Dieses Eis kann man sich auch hier servieren lassen, denn wir sind im Mamma Mia. Italienisches Restaurant, Speisen im Preis enthalten, alles andere Getränke extra. Da hatte man halt dieses Konzept, was man vorher hatte, dieses Casanova hieß es vorher. Das war so eher venezianische Küche, aber natürlich auch italienisch. Und das wäre auch italienisch. Und das war aber so, dass man da jetzt weniger Pizza oder so hatte, gar keine Pizza, wenig Pasta. Und hier hat man dann gesagt, so, man macht so einen Schwerpunkt auf Pizza und Pasta. Dachte ich, na, sind Sie schlau, machen Sie es ja auch billiger. Aber ganz ehrlich, du kriegst hier abends auch wieder Stichwort billiger. Also ist auch ein Rinderfilet inklusive, was man sich auch servieren kann, wenn man sagt, man mag die Pizza nicht oder so. Ne? Also so ist es nicht. Man kann aber auch Muscheln essen, solche Dinge. Also das ist jetzt hier keine, ich habe das Gefühl, das ist keine Sparmaßnahme, sondern man hat einfach nur gedacht, okay, wie können wir die Auslastung erhöhen, ja, von dem Restaurant? Oder weil ich könnte mir vorstellen, dass das den manchen dann doch zu fancy war, was sie da bekommen haben. Das erinnert jetzt vom Sortiment eher so an so einen Italiener in der Nachbarschaft. So, und dann sind wir gleich schon hier beim großen Finale, beim Brauhaus. Das ist das allerletzte, was wir uns hier angucken. So, Brauhaus heißt natürlich, hier wird gebraut, es gibt einen Braumeister, ja. So, das war ja was man auf AIDA, weiß gar nicht, welches das erste war, Diva Bella Luna war es nicht, sondern die danach kam. Das war dann die erste, die das hatte, das Brauhaus. Man braute selbst, teilweise gibt es heute die Almhütte auf Schiffen, aber ja, das ist jetzt so hier jetzt in Perfektion, dieses ganze Konzept. Und man hat dort einmal entweder so ein bisschen bürgerliches Essen, so nenne ich mal. Also abends gibt es dann Schnitzel mit Kartoffelsalat und solche Dinge. Ich habe das selbstgebraute Bier. Ich bekomme einen Oberster mit Laugengebäck und so. Und ja, hier ist alles schon ein bisschen vorbereitet, weil hier geht es nämlich um 14 Uhr gleich zur Sache. Also in 23 Minuten Salat kriege ich hier vom Buffet. Ich mag das traditionell ganz gerne. Vor allen Dingen dieses, gibt es ein relativ simples Dessert. Das ist jetzt gar keine große Nummer. Das sind einfach nur Vanilleeis mit Apfelkompott und Rumrosinen. Kann man auch zu Hause leicht selber machen. Ja, also das ist sehr lecker. Das esse ich hier dann mal ganz gerne. Ja, und hier sind dann auch durchaus mal Stimmungsmusik ist dann da auch mal am Start. Also mit DJ und teilweise auch Live-Musiker oder was. Ja,
Das ist gewesen hier unser original, fast original bayerisches Brauhaus mit fast original bayerischem Personal. So, das war er. Meine Güte. Ich hoffe, es hat auch mit der Schärfe da alles geklappt, weil ich zwischendurch ja mal dann und wann gesehen habe, dass ich dachte so, oh Gott, was ist denn jetzt los? Also, und auch nach diesem Start am Anfang war ja ein bisschen holprig mit den beiden Kindern. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich kann die Maske wieder abnehmen. Wenn ihr mal Angebote checken wollt mit der Ida Cosma, dann klickt auf den Link und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.